Wir haben uns hier zusammengefunden, um ein sehr wichtiges Thema zu diskutieren, nämlich das Twitter-Verhalten einiger Menschen. Tony Khan schießt aus dem Nix, ne? Und sagt 4 Uhr nachts, ah ja, zieh dich mal lieber mit deinem Business-Podcast zurück, bevor der neue Deal bekannt wird. Klappern und Handwerk, ne? Aha. Ich sage aber, das ist ganz schlechtes Handwerk für einen Geschäftsmann. Und es ist ein ganz schlechtes Timing, wenn die eigene Promotion gerade nicht funktioniert. Jetzt wird der Mathis mir gleich erzählen. Ja, aber der Bischof, der redet ja sowieso alles schlecht. Richtig, Mathis? Alles redet er nicht schlecht. Also bei EW vielleicht kann man das beziehen. Also WWE, auf die Rated, da geht er ja gar nicht mehr ein. Weil da ist ja alles ausverkauft. Das ist ja alles gut. Das ist bombastisch. Aber bei Tony Khan weiß er natürlich... Ja, eben. Bei EW, er weiß ja. Der Tony Khan, ja, den will er immer als Hitzkopf hinstellen. Ja. Der reiche, verwöhnte Bengel. Und der muss natürlich wieder zurückschuten, weil... Naja... Weil er damit Geld verdient, im Gegensatz zu Tony Khan. Weil er damit Geld verdient. Oder er ist einfach, ich weiß nicht, warum ist denn ein Eric Bischoff nicht mehr im Wrestling-Business tätig? Also so nach WCW kam da gar nicht mehr viel, ja? Also kam mir dann nicht, also TNA war da noch kurz, mit dem Hulkster natürlich. Die haben sicher also viel Gutes gemacht für viel gutes Geld. Dann hat TNA halt kein Geld mehr gehabt und dann, ja. Jetzt sitzt erste, du in einem Podcast, so wie erste alle. Erste Falschaussage. Eric Bischoff und Hulk Hogan haben nie einen Cent von TNA bekommen. Hulk Hogan und Eric Bischoff wurden angestellt von Spike TV. Spike TV wollte 50% von TNA übernehmen, wie sie es damals auch mit Bellator gemacht haben im MMA. Das wiederum hat die Führungsetage von TNA nicht angenommen. Und damit war die Situation eine ganz andere. Eric Bischoff, Hulk Hogan konnten nicht das tun, wofür sie geholt wurden, von Spike, vom TV-Sender, nicht von TNA. Und damit ist dieses Argument schon mal vom Tisch. Moment, war das jetzt auf die Show bezogen, dass sie die Show irgendwie besser strukturieren können? Oder mir Geld reinbuttern, also dass sie bessere Stars holen. Auf was ist das bezogen? Sie konnten nichts machen. Nochmal, sie wurden von Spike TV, was der damalige TV-Sender war, angestellt dafür, das Produkt, ähnlich wie sie es mit Bellator gemacht haben, im eigenen Kontext im Spike TV, in dem Network-Bums aufzuhängen, und Spike wollte bei TNA einsteigen. TNA hat das abgeblockt, damit war Spike TV und der TV-Deal dann auch erledigt. Damit war die Plattform weg, damit war die Daseinsberechtigung für die TNA weg und für, oder dann für Impact, je nachdem. Und damit war der Plan, der ursprünglich dahinter stand, hinfällig. Das kannst du einen Eric Bischoff aber nicht anlasten. Also das ist dann Dixie Carter-Baustelle, wenn ich das richtig verstehe. War das Panda Energy noch, ja. Die hat sich da überschätzt, hat sich gedacht, mit dem Hulk Hogan, da machen wir jetzt den nächsten Grand Slam. Ja, und bis dahin war ja TNA wirklich hot zu der Zeit. So kann man ja gar nicht sagen. Ich gehe so weit, hätte Spike TV damals den Zuschlag bekommen und die wären eingestiegen, hätten die sich verantwortungstechnisch mit ins Boot gesetzt und hätten das Produkt auf ein ganz anderes Level heben können. Ob es funktioniert hätte, wissen wir nicht. Aber das war die große Chance von TNA, Mainstream zu gehen. Endgültig. Und zur damaligen Zeit hatten die durchaus valide Quoten. Ja, also da reden wir von 1,4, 1,5, irgendwas um den Dreh, Millionen. Anderer Zeitraum, kann man nicht mehr heute vergleichen, absolut richtig. Aber die hatten eine sehr legitime Daseinsberechtigung zu dem Zeitpunkt. Vor allem, so dass ich unterbreche, die sind ja Head-to-Head gegangen mit Raw. Ja. Also der Eric Bischoff, die Geschichte wiederholt sich. Genau dieselben Muster, was er damals mit WCW gemacht hat, das wollte er mit TNA auch machen. Spike wollte das. Oder Spike deswegen, wollte das, sagen wir so. Deswegen war Spike TV
ja, federführend in der Anstellung von Eric Bischoff und Hulk Hogan. Das war das Ziel. Spike TV wollte Head-to-Head gehen. Spike TV wollte das Ding auf ein nächstes Level heben. Wie gesagt, ob das funktioniert hätte oder nicht, dahingestellt. Aber Eric Bischoff vorzuwerfen, dass er TNA im Grunde Boden gebuckt hätte, dass er TNA ruiniert hätte. Ich zitiere nicht dich, ich zitiere die Die Hards. Okay. Ist Bullshit. Ist Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Also Booking-technisch finde ich, war die Show gar nicht so schlecht. Die waren wirklich nicht schlecht. Aber ich habe mir heute einen Ausschnitt angesehen, das habe ich dir auch kurz kommentiert. Da gab es eine Show, da hatte man, glaube ich, Main Event Kurt Angle gegen AJ Styles oder so. Also wirklich ein Money Match damals, zur damaligen Zeit. Aber die WWE hat halt das gemacht, was sie immer machen. Ja? Man hat Stone Cold Steve Austin geholt als GM. Man hatte die große Vertragsunterschrift zwischen den ehemaligen Inhaber, wo wir den Namen jetzt nicht nennen dürfen, und Bret Hart, was zum WrestleMania-Match geführt hat. Und die Quoten sind von 1,4, zack, auf 1 Million zurückgefallen. Also die WWE hat geschnipst und gesagt, korrekt, so nicht. Korrekt. Leider werden wir nicht erfahren, wie es ausgegangen wäre, hätte Spike TV mit dem Investment andere Türen geöffnet, finanziell andere Sachen ermöglicht. Mit einem fixen Slot über Jahre, ja, werden wir leider nicht erfahren. So, aber wie gesagt, es geht ja darum, dieses Argument, dieses sinnlose Argument, Eric Bischoff hätte wirtschaftlich keinen Erfolg gehabt. Das ist Bullshit. Also im Falle von TNA ist es Bullshit. Jetzt musst du gleich sagen, ja, aber bei WCW war es ja genauso. Auch da. Dass er wirtschaftlich keinen Erfolg hatte, jein, sagen wir so. WCW hatte so lange Erfolg, wie er freie Hand hatte. Das ist der Punkt. Erst als der Sender eingriff, als Ted Turner entmachtet wurde und Eric Bischoff zwischenzeitlich raus war, ging es bergab. Diese Zeit, wo die Quoten im Sinkflug waren, ja, war Eric Bischoff gar nicht verantwortlich. Er war raus. Und du kannst Eric Bischoff vieles vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass er das zu verantworten hat, dass WCW den Bach runterging. Jetzt kommen viele Fans dann immer mit, ja, aber der Fingerpoke auf Doom. Ja, aber das Booking. Nee, das war so. Deswegen war die Ratings schlecht. Nein, die Ratings waren deswegen schlecht, weil Backstage-Politik gespielt wurde. Ja? Das ist die Begründung darin. Und die Geschichte hier wiederholt sich. Hulk Hogan. Wieder Hulk Hogan dabei. Genau wie bei TNA dann. Nee, eben nicht Hulk Hogan. Hulk Hogan hatte einen Vertrag, den hat er gespielt. Diese Klausel hat auch Ted Turner, auch Time Warner, wer auch immer da im Boot war, AOL dann später, genauso gehabt. Diesen Vertrag hat er gehabt, seit er bei WCW war, 94. So. Du kannst dir an Hulk Hogan nicht vorwerfen, dass er sich an seinen Vertrag hält und die Creative Control zieht, wenn er der Meinung ist, er muss es tun. Wenn die ihm zugesichert ist, das ist sein gutes Recht. Da war das Kind aber längst im Brunnen gefallen. Ja. Das ist ja die Problematik. Aus den Verträgen bist du nicht mehr rausgekommen. Das war einer der Hauptgründe, warum die WCW untergegangen ist. Falsch. Falsch. Es war schon ein Grund. Also ein Hulk Hogan hat jederzeit sagen können, Titelmatch, mach ich nicht. Mach ich einfach nicht. Ich will dich nicht hochbringen, Jeff Jarrett oder weiß ich nicht wen. Wenn wir jetzt aber über Business reden, und das ist das, worauf sich Eric Bischoff ja immer bezieht, dann müssen wir schon anschauen, was passiert ist. Eric Bischoff übernahm irgendwann als Executive Producer, ja, 93 um den Dreh, hat quasi das Produkt umgekrempelt. Man kann im Grunde sagen, und hier wiederholt sich Geschichte, er hat das gemacht, was AEW gerade tun musste. Er hat das gemacht. Ja. Das wollte ich gerade sagen, lustigerweise, die WCW zuvor, also vor Nitro-Zeiten, das war ja mehr AEW, also das war komplett die AEW-Schiene. Und es war hochdefizitär, wirtschaftlich. Absolut. Also das den Turnaround, genau, kannst du nicht vorwerfen. Im Grunde ist genau das Gleiche passiert bei AEW, was bei Ted Turner passiert ist. Ted Turner ist mit viel, viel Geld reingegangen.
Der Turner hat jahrelang versucht, diese Schiene zu fahren, ist wirtschaftlich damit null erfolgreich gewesen. Erst als Eric Bischoff kam, erst als Producer, später dann in der Hauptverantwortung, ist das gedreht. Erst dann wurde es wirtschaftlich sinnvoll. Bis hin dann zur NWO-Zeit, bla bla bla, wo sie dann im Endeffekt diese 83 Weeks, die viel zitierten, wo es wirtschaftlich, und das war die einzige Phase bei WCW, die wirtschaftlich solide war, wo man viel Geld verdient hat. Und dann kam der Einfluss vom Sender, dann sollten die auf einmal nicht mehr dieses Produkt machen. Ne? AOL kaufte dann Time Warner. Der Rest ist Geschichte. Ja? Ted Turner hatte keine Macht mehr, obwohl es sein eigener Laden war, den er gegründet hat und groß gemacht hat. Bla bla bla. Eric Bischoff wurde entlassen. Es wurden dumme Entscheidungen getroffen. Kevin Nash zum Beispiel im Booking Committee. Ja? Auch Kevin Sullivan im Booking Committee. Bla bla bla. Der Rest ist Geschichte. Dann hat man Eric Bischoff nochmal zurückgeholt, aber unter ganz anderen Voraussetzungen, mit ganz anderen Leinen und Slideplanken, die man ihm gesetzt hat. Er konnte nicht das Produkt machen, was WCW erfolgreich gemacht hatte. So. Stopp. Hätte WCW eine Chance gehabt, mit einem kinderfreundlicheren Programm überhaupt die WWF zu kontern zum damaligen Zeitpunkt? Nein. Oder die WWE heute? Nein. Hätte es dann null Möglichkeiten gegeben? Ja. Hat man gesagt, okay, nein, die anderen sind Edger, die sind so unterwegs und es kann nichts werden. Und ja, alle verlassen das Schiff. Reihenfolge der Ereignisse. Reihenfolge der Ereignisse. Wie ist WCW überhaupt erfolgreich geworden? Weil sie kein Kinderprogramm gemacht haben. Weil sie Live-Programming gemacht haben. Weil sie angefangen haben, edgy Storylines zu machen. Das Gegenteil von der WWE. Also alles anders. Das Gegenteil von der WWE. Aber im Zeitgeist. Die 90er Jahre, MTV, bla, was weiß ich, Crunch-Zeit im Popkultursinne, Punk-Zeit im Popkultursinne. Eric Bischoff hat Programm gemacht für diese Zielgruppe. Eric Bischoff hat auch Programm gemacht für die weibliche Zielgruppe. War ein großer Faktor. Ach so. In Demos war der Frauenanteil relativ hoch damals, ja. Er hat quasi. Ja. Geschaut, wo können wir punkten. So, das hat dazu geführt, dass WWE darauf reagierte, Attitude Era ausrief, bla bla bla, was weiß ich. Wie gesagt, der Niedergang der WCW, den an Eric Bischoff allein festzumachen, ist viel, viel, viel zu kurz gedacht und wird der Sache nicht gerecht. Bei TNA das Gleiche. So, damit haben wir das geklärt. Welche Daseinsberechtigung hat also Eric Bischoff, wenn er heute einen Geschäftsmann Tony Khan kritisiert. Er hat sämtliche Legitimität dazu, weil er es bewiesen hat. Er hat genau das gemacht, was Tony Khan nicht tut. Zu einer Zeit, wo, das müssen wir auch in Kontext stellen, 9 Millionen Menschen Wrestling konsumiert haben in den 90ern. Wie viel machen das heute? Stopp. Was haben wir bei Raw? Stopp. Stimmt nicht. Stopp, okay. Stimmt nicht. Diese 9 Millionen sind gekommen, nachdem die WCW erfolgreich wurde, nachdem die WWE nachgezogen hat und das adaptiert hat, was Eric Bischoff gemacht hat zur damaligen Zeit, für den damaligen Zeitgeist. Diese 9 Millionen waren ja nicht da. Diese 9 Millionen waren nicht da, schon gar nicht zu Beginn von Nitro. Und der Zeit, wo Eric Bischoff CEO wurde. Okay. Die hat er sich erarbeitet. Er ist die Triebfeder gewesen, dass dieser Mainstream-Boom überhaupt gestartet ist. Dass WWE dann darauf reagierte und mitzog, hat den Gesamtmarkt größer gemacht. Aber, das wollte ich gerade sagen. Die Geschichte. Aber dieser Gesamtmarkt war nicht da. Markt war nicht da. Also WWE war ja das Aushängeschild. Oder WWF, sagen wir, waren sie früher. War ja? Wirtschaftlich Mitte der Marktführer 90er fast tot. Anfang der 90er. Naja, Anfang gut, mit Steroidenskandal. Aber es war halt. Sei mal trotzdem noch die größte Wrestling-Liga im Kontext. Ich weiß nicht, wie groß WCW so im Jahre 91, 92 war. War weit nicht so groß. Du kannst im Grunde sagen, WWF ist Ende der 80er nationwide gegangen. WCW war der Konter von Ted Turner. Ted Turner hat mehrere NWA-Ligen, die unter diesem Umbrella waren, gekauft.
eigentlich genau das, was Vince McMahon vorher gemacht hat. Und hat versucht, damit zu kontern. Und hat dann quasi mit WCW, mit dem Rebranding versucht, eine Konkurrenz zu sein, eine Alternative zu sein. Das ging dann bis 93, 94. Dann kam Bischoff, dann kam Hogan, dann kam Scott Hall und Nash. Der Rest ist dann Geschichte. Ja, also mit Hogan natürlich ging es dann rauf und dann der Start mit Nitro. NWO. Ja. Das war halt dann Wahnsinn. Und das Schöne zur damaligen Zeit war, ich glaube, von den Verträgen her, du hattest ja noch keine fixen Verträge, nichts, ja. Und sag mal, das Schöne war auch, was wir jetzt bei Raw gesehen haben, ein Raw kommt unangekündigt raus, die Crowd explodiert, die Reactions sind echt. Und zu damaligen Zeitpunkt, du wusstest nicht, was macht er jetzt? Da ist er jetzt angestellt bei der WWE, bei der WWF. Kommt er rüber? Kommen die wirklich rüber und machen eine Invasion? Das war halt... Richtig. Das war halt, wie gesagt, im Zeitgeist damals war das brillantes Fernsehen, was die gemacht haben. Zu den Verträgen ganz kurz. Eric Bischoff war derjenige, der Fixverträge eingeführt hat. Eric Bischoff war derjenige, der WWE dazu gezwungen hat, die Worker zu contracten und damit auch ein Einkommen gesichert hat. Eric Bischoff hat die Leute ja deswegen gekriegt, nicht nur, weil er mehr Geld auf den Tisch gelegt hat, sondern auch, weil ein deutlich reduzierter Schedule da war. Ja? Scott Hall hat das ganz gut gesagt, gerade neulich erst in der Legends-Folge, ja, die über ihn kam, war ein Interview-Ausschnitt von 2012 oder sowas, wo er gesagt hat, der Grund, warum ich rübergegangen bin, ist, dass nicht, dass ich da mehr Geld verdient habe, sondern dass ich dafür weniger arbeiten musste und dieses Geld fix hatte. Und das... Was war das Schedule damals von WCW? War das so? 20 Tage war es bei Scott Hall. Also das war so grob ein Drittel. Ein Drittel von der WWE, weil WWE war... Ja, Hälfte, ja. Drittel, ja. Sagen wir Hälfte. Ja. Also deutlich, deutlich angenehmer. Und für mehr Geld natürlich auch, darf man nicht vergessen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Tony Khan. Er hat, ich meine, korrigiere mich, ich weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich meine, er hat gesagt, ich hätte das Geld auch bei WWE verdienen können oder bei WWF verdienen können, aber mit doppeltem Aufwand quasi. So in dem Sinn hat er es gesagt, ob es jetzt genauso wie gewesen wäre, dahingestellt. Und da wäre es halt abhängig gewesen. Plus, was dazu kam, WWE war zu dieser Zeit, Mitte der 90er, finanziell am Abgrund. WWE war fast tot. WWE. Sie konnten es nicht mitgehen. Die konnten nicht mitgehen. Genau das ist es. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wenn ein Vince McMahon das gesehen hat, also soll er den Namen aussprechen, aber da hätte er sagen können: Okay, dann mache ich es gleich. Dann schaue ich, dass ich meine Topstars absichere. Einen Bret Hart, einen Shawn Michaels zu der Zeit. Konnte er nicht. Das war auf Loyalitätsbasis. Dass ein Undertaker nicht drüber gerannt ist, dass ein Shawn Michaels nicht drüber gerannt ist. Na, Shawn Michaels hat auch viel. Glaube ich, Shawn Michaels natürlich, hat natürlich, der war dann Aushängeschild. Ja. Naja, Shawn Michaels wäre gegangen, wenn Vince sich andersrum entschieden hätte. Wenn Vince auf Brad gesetzt hätte und nicht auf Shawn, dann hätte er es andersrum ausgegangen. Ja. Müßig. Ja? Vince musste wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Punkt. Ja? Er konnte die Leute nicht halten. Nicht alle zumindest. Ja? Er hat das auch genutzt, muss man auch sagen, um ältere Talents ziehen zu lassen, ja, und sich neu aufzustellen. Das brauchte einen gewissen Moment. Ja. Das hat locker 2 Jahre Minimum gedauert, bis das gegriffen hat. Was er da vorhatte. Ja. Und er der Moment, ja, der Momentum Swing war ja dann so 96, also Ende 96, also 97 war am krassesten mit der Sting Storyline. Das war, glaube ich, Peak WCW. Ja? Dann stelle ich dir die Frage. Peak WCW, würde ich sagen, war Mitte 97 bis Mitte, Ende 98. Das war die Peakzeit, ja. Ja, dann stelle ich dir die Frage jetzt. Wenn ein Eric Bischoff ja so ein guter Businessman ist, warum hat er es dann nicht geschafft, den finalen Stoß der WWF zu geben, dass die out of business sind? Weil er genau diesen Zeitraum, Mitte, Ende 98, diese Politikthemen hatte. Mit dem TV-Sender, mit allen anderen Themen. Plus, was dazu kam, und das hat er auch mehrfach schon ausgeführt, das Problem war, WCW hatte damals die Strukturen nicht. WCW war ultra schlecht im Merchandising. Da hat WWF sehr viel mehr Geld verdient, obwohl sie rein interessenstechnisch und bla die Nummer 2 waren.
hat WWE damit mehr Geld verdient. WCW hat kein Geld verdient mit TV-Verträgen, weil sie auf den Ted Turner-Sender gelaufen sind. Das heißt, die haben von Turner kein Geld bekommen dafür. Das heißt, da sind valide Einnahmen weggebrochen. Und dennoch waren die finanziell sehr, sehr erfolgreich. Wegen der NWO. Punkt. Das war das Hauptargument. Generell wegen der Ausrichtung, wie man Wrestling produziert hat. Es war zeitgemäßer einfach. Ich würde es gar nicht nur auf die NWO runterbrechen. NWO war die Hauptstory, ja. Und das war sicherlich die Haupttriebfeder. Das war das Zugpferd, aber das war die komplette Ausrichtung. Also Nitro hat ja begonnen Anfang 95, März oder sowas. Hat live produziert, hat ein edgier Produkt gemacht zur damaligen Zeit, als es WWF gemacht hat. Das, was dann später Raw wurde, ja, war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Also Raw war damals relativ langweilig. Raw war eine verbesserte Superstar-Show, ja, wer das noch kennt, oder Challenge. Challenge war noch schlimmer. Also das war nicht gut, Eric Bischoff, ja. Das war Eric Bischoff war sehr, sehr innovativ. Sehr, sehr innovativ. Am Ende war AOL, beziehungsweise waren die Politikspielchen im Hintergrund bei Turner, beziehungsweise Warner. Ja? Ist es heute. Ja? Waren man im Endeffekt schon zu lange Zeit gelassen. Weiß ich nicht, ob man 97 war sie klar drüber in den Ratings, aber klar. Auch noch, ja. Das ging 98, genau, das also Mitte 98 war das schon noch. Also dann kam der Turnaround mit der Tyson-Mania. Mitte 98 war der absolute Peak vom Wrestling überhaupt. Ja, da haben sie nicht mehr jedes Rating gewonnen, aber da reden wir von Zahlen. 60.000 beim Titelgewinn von Goldberg in Atlanta. Ich habe das Bild jetzt noch vor Augen. Selbst wenn da Breitiges dabei waren. Lass es 40 sein. Bei einer Weekly-Show. Ja. Das ist Wahnsinn. Das Problem ist aber, da haben ja die Politikspielchen schon angefangen. Da hatte Eric Bischoff schon nicht mehr freie Hand. Und das war die Problematik, die sie hatten. Auf gut Deutsch, er war ab einem gewissen Punkt gezwungen, das, was ihn erfolgreich gemacht hat, das Produkt, was ihn erfolgreich gemacht hat, nicht mehr machen zu können. Er sollte auf einmal ein Produkt für Kinder machen. Das war die Problematik. Auf gut Deutsch, du hast das, was dein Brand dahin gebracht hat, nimmst du ihm weg und sagst, jetzt machst du bitte für Kinder, jetzt machst du das Programm, womit WWE oder WWF zu der Zeit nicht erfolgreich war. Wieso? Wieso macht man das? Aus Time Warner Sicht, aus Ted Turner Sicht? Weil AOL damals reinging, da liefen Verhandlungen, AOL war von vornherein nicht überzeugt vom Wrestling im Allgemeinen. Ted Turner hat immer mehr Macht verloren, er hat immer mehr abgegeben, den haben sie im Endeffekt aus dem Business gedrängt. Zu einem gewissen Zeitpunkt war Ted Turner schon eine Lame Duck. Und auch da hat Eric Bischoff sich schon klar positioniert, mehrfach, und hat gesagt, er wusste gar nichts davon. Er wusste nicht, was im Hintergrund lief. Er wusste nicht, dass Ted Turner nichts mehr zu sagen hatte. Er wusste nicht, dass AOL schon mehr drin war, als man immer glaubte. Und AOL hatte grundsätzlich wenig Interesse am Wrestling. Warum? Hatte mit der Ausrichtung zu tun. Hatte grundsätzlich mit der Ausrichtung zu tun, wie Wrestling zu der Zeit funktioniert hat. Davon wollte man sich mehr und mehr distanzieren. Man wollte eben nicht dieses Edgy-Ding, man wollte eben nicht dieses Attitude-Style-Ding haben, sondern man wollte wieder die andere Richtung gehen. Und das hat ihm das Genick gebrochen am Ende des Tages. Gut, dann machen wir einen weiten Sprung nach vorne zu Tony Khan. Ja. Kann man nicht vergleichen. Eric Bischoff, Ted Turner, ist das nicht dasselbe, was jetzt Tony Khan ist und ein David Zaslav, der also Führungsposition, glaube ich, beim Sender hat? Nein. Hat der nicht solche, hat Tony Khan mehr Freiheiten als Eric Bischoff heutzutage, als er damals? Oder wie kann man das in Kontext fassen? Das würde mich mal interessieren, das kann ich nicht wirklich differenzieren. Tony Khan hat keinerlei finanziellen Druck. Tony Khan hat keinerlei Business, was er führt. Das ist der große Unterschied. Tony Khan hat niemanden über sich drüber, der Druck ausüben kann. Der TV-Sender in gewissen Rahmen, ja, aber Tony Khan ist finanziell nicht abhängig von denen.
Das ist die Problematik. Wenn Tony Khan wirtschaftlich handeln müsste und ähnlichen Vorgaben unterliegen würde, wie das damals bei Bischof war, dann hätten wir ein anderes Produkt. Dann hätten wir eine ganz andere Ausrichtung. Mhm. Na gut, du hast ja angesprochen, die Strukturen waren ja damals bei WCW also nicht wirklich vorhanden, auch mit Merchandise und so weiter. Das heißt, das zieht AEW gerade nach. Sie waren bei Weitem nicht so aufgestellt, wie es WWF war. WWF war eine Merchandise-Maschine. WWF hat schon in den 90, also Anfang der 90er, 90er, 91, ich meine 91, über 1 Milliarde Umsatz nur durch Merchandising und Licensing gehabt, also Lizenzen. Mhm. 91. Da ist ja, WCW nie rangekommen. Nie. Licensing haben sie ja nicht gehabt. TV-Verträge haben sie keine gehabt. Ja. Die haben im Endeffekt keine TV-Gelder bekommen. Ja? Selbst die Pay-Per-View-Gelder, beziehungsweise auch solche Sachen wie die damals ja noch VHS-Vertrieb von Pay-Per-Views. Diese Gelder sind nicht zu WCW geflossen. Warum? Diese Gelder sind aufgehangen gewesen innerhalb des Turner-Konzerns in einer anderen Abteilung. Ja? Eine andere Abteilung hatte das Sagen über den VHS-Vertrieb. Das führte dazu, dass einige Pay-Per-Views nie auf VHS erschienen sind. Ja, das ist ein Problem, ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, ja. Also auf gut Deutsch, er hatte keine Möglichkeit, darüber Gelder zu generieren. Ja? Und dennoch hat er dieses Produkt sehr erfolgreich gemacht für einen gewissen Zeitraum. Übrigens auch 99, 98, 99 waren sie finanziell noch gut dabei. Ja, ja, aber also das war noch von den Vorjahren quasi. Das hat er auch mal erklärt. 99 war dann schon 99 ging's das erste ab, ja, rückläufige Jahr. Also krass gesagt, rückläufig. Da war er ja schon nicht mehr komplett in Verantwortung, beziehungsweise hatte schon die Vorgaben von AOL. 99 ist er ja zwischenzeitlich raus gewesen. Er ist ja weg gewesen zwischendurch. Ja? Dann hat man ihn wiedergeholt, weil man gesehen hat, das funktioniert nicht. Dann hat man so sinnlose Moves gemacht, wie Russo zu holen, bla bla bla. Das war dann Russo und Bischof, um Gottes Willen. Ja. Was ich sagen will, ist, dass das Grundkonstrukt WCW zu der Zeit, wie sind die erfolgreich geworden, mit welchen Voraussetzungen, kannst du gar nicht mit AEW vergleichen, weil AEW kein Business ist. Das ist kein Konzern, das ist keine Company im eigentlichen Sinne. Wenn finanziell Not am Mann ist, wenn der Mercedes Moné 25 Millionen kassieren will, dann macht Tony Khan oder der Papa oder wer auch immer die Schatulle auf, die müssen sie nicht erwirtschaftet haben. Das ist die Problematik, warum dieser Mensch nicht wirtschaftlich denken muss. Und deshalb ändert sich an der Ausrichtung und am Produkt nichts. Kann man jetzt sagen, ist ja gut, da kann er machen und bucken, was er will. Wenn es erfolgreich wäre, wunderbar. Ist es halt nicht. Ist es für den Massenmarkt eben nicht. Und das ist das, was Eric Bischoff immer und immer wieder kritisiert. Ja, es kommt natürlich für Tony Khan auch ins Spiel. Er ist in der NFL beschäftigt. Wir wissen, wie es in der NFL läuft. Du hast einen riesen Investor, aber du hast auch einen Capspace. Also nur das Thema zu nehmen, er muss ja gar nicht wirtschaftlich denken. Nicht für AEW. Jetzt aufs Wrestling bezogen vielleicht noch okay, aber das muss er ja bei der NFL genauso überdenken. Ja? Und du stellst deinen Tony Khan immer so hin, als hätte der quasi, schaut sich der die Zahlen null an, pumpt einfach nur Geld rein, holt neue Leute und buckt sich seine Spaßshows. Das ist quasi der Auftrag von AEW. Dann frage ich dich, warum holen sie jetzt immer mehr Leute von der WWE? Haben wir jetzt genau gelesen, den Commission, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, ja, vom WWE Live Events. Also man Kirscher, will es tun. Kirscher Irby, meinst du? Ja. Kirscher Irby, richtig. Okay. Ja. Die holen sie ja. Also es passiert ja ein Umdenken. Jetzt. Oder wieso holt jetzt man dann solche Leute? Er holt sie jetzt, nach 5 Jahren fast. Nachdem das Produkt seit 5 Jahren rückläufig ist, nachdem das Produkt in diesen 5 Jahren, und egal wie man Statistiken schönt oder wie auch immer, die veröffentlichen keine Bilanzen, aus gutem Grund. Weil solche Sachen wie wir kaufen Ring of Honor gar nicht von AEW bezahlt werden, sondern aus seinem Privatvermögen. So, da haben wir doch schlichtweg schon ein Problem. Wenn du mir dann erzählen willst, er denkt wirtschaftlich,
Sorry, wenn er wirtschaftlich denken würde, dann würde er keine Sasha Banks holen. Dann würde er kein Will Ospreay, kein Okada für dieses Geld holen, weil die das nämlich gar nicht einspielen. Nicht annähernd. Jetzt kann man argumentieren, ja, aber er hat die TV-Einnahmen. Ja, richtig. Aber diese TV-Einnahmen allein würden nicht ausreichen, um das, was er seit 5 Jahren macht, zu finanzieren. Mhm. Dazu kommt, und das ist der große Unterschied zur WCW damals, ja, zur Bischofszeit bei WCW. Er verändert das Wrestling nicht. Er revolutioniert den Markt nicht. Er versucht es nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Er nimmt vermeintlich große Namen, stellt die gegeneinander und sagt, da, Die Hards, nehmt, feiert mich. Und dafür wird er kritisiert. Das wäre dann kein Problem, wenn er sich nicht hinstellen würde und sagen würde, seit Anfang an, wir wollen den Markt revolutionieren. Wir wollen ein erfolgreiches Produkt sein. Wir wollen WWE angreifen. Dieses Narrativ kommt nicht von WWE-Fans. Dieses Narrativ kommt von AEW selber. Und daran muss er sich ja messen lassen. Das war, wann war das? 2019? Oder wann ist AEW gegründet worden? 18, 19? Ich glaube, ein Tony Khan hat auch nicht ganz damit gerechnet, dass seine WWE so heiß läuft mit einem Roman Reigns und der Bloodline, dass man jetzt am Peak ist mit The Rock im Fernsehen. Dann kommt noch ein CM Punk dazu, den er eigentlich als Aushängeschild, als Messias zurückgeholt hat. Er hat sich fernlassen, er hat Punk zurückgebracht ins Wrestling. Und wo ist er jetzt? Bei der WWE. Wo er eigentlich nie wieder hin wollte. Und damit bestätigst du das, was ich sage. Er macht kein Business. Ja, aber ist das, die Strukturen sind dann wieder, er macht kein Business. Es ist seine Verantwortung und da ist mir egal, ob er andere Dinge macht. Übrigens, der Erfolg bei den Jaguars hält sich sehr an Grenzen und bei Fulham übrigens auch. Da ist mir, auch was die Zugkraft angeht, meine ich. Ja? Also, es gibt kein Team, was weniger Leute ins Stadion zieht wie Jaguars, aber geschenkt. Am Ende des Tages, und das ist ja das, was man ihm immer wieder vorwerfen kann, wenn er ein Geschäftsmann ist und wie ein Geschäftsmann handeln würde und sich dann an den Erfolgen messen lassen könnte, ja, dann kannst du argumentieren, es ist gut oder es ist schlecht. Aber das vermeidet er wie der Teufel das Weihwasser. Das ist das Problematik. Er macht es ja bewusst so, dass er keine Zahlen veröffentlicht. Er macht es bewusst so, dass er sagt, ja, wir haben ja eine schwarze Null gehabt nach 2 Jahren. Ja. Wenn du deine Ausgaben natürlich über einen anderen Kanal laufen lässt, dann hast du eine schwarze Null. Diese TV-Einnahmen, die da sind, wenn die nur damit arbeiten müssen, mit ein bisschen Merchandising, was sie noch einnehmen, wären diese Leute, die er jetzt da hat, nicht da. Jetzt kann man sagen, dann tritt er halt als Investor auf und glaubt ans große Ganze. Und da stelle ich ihm mal, dass das die Intention war, warum er überhaupt angefangen hat damit. Aber auch dann ist er ein schlechter Geschäftsmann, weil wenn das die Intention war, dass er irgendwann mal einen Return on Invest rausholt, das wäre der Sinn von einem Investor, ja? Dann ist er gerade auf einem kompletten falschen Weg. Dann ist er genau in die andere Richtung unterwegs. Das Ziel, wenn man es mit einem Startup vergleicht, wäre wirtschaftlich schnellstmöglich so groß wie möglich machen, um den Wert reinzubringen und damit zu arbeiten. Er macht genau das Gegenteil. Und dann frage ich mich, was genau ist an der Kritik von dem Eric Bischoff, auch von dem Jim Cornette, wenn es ums Business geht, dann falsch? Nix. Es ist nicht falsch. Ja, Kritik dass kann ja auch was Positives sein. Da gebe ich dir schon voll recht. Ja, und dann kommen wir zurück auf diesen Tweet heute. Ja, von Tony Khan jetzt der Tweet. Von Tony Khan der Tweet. Es ist einfach lächerlich, als Führungsperson einer Company sowas rauszuhauen, wenn ich nachweislich wirtschaftlich nichts vorzuweisen habe. Nichts. Naja, du musst es so denken. Was erwarten zum Beispiel wir bleiben mal bei den Die Hard Fans, weil du hast mir gerade erklärt, AEW Mainstream kannst du vergessen, da ist WWE sowieso ganz oben, an die kommst du nicht, ja. Also die Fans erwarten ja auch, dass sich ein Tony Khan wehrt. Die erwarten das, die wollen das sehen. Und Social Media ist nicht so unwichtig, wie wir denken. Gegenargument. Okay. Heute mehrere Tweets gelesen von Leuten, die sagen,
Das ist genau mein Problem mit AEW, deswegen kann ich die nicht ernst nehmen. Weil, ja, das sind ja WWE-Fans, diese oder? Weil diese Witzfigur da vorne dran steht und ich kann ihm nicht abnehmen, dass er ernsthaft das Business verbessern möchte. Das ist ein Imageproblem, was er hat. Das ist ein Imageproblem, was AEW hat. AEW tut sich schwer, nach außen hin als gestandene Brand zu wirken. Und jetzt kannst du sagen, yo, ich bespiele meine Diehards, dann hat er seine zwei paar Internet-Warriors, die dann sagen, yo, gib's dem Eric mal. Damit verkauft er kein Ticket mehr, damit schaltet kein Mensch mehr ein und damit rettet er seine Company nicht im wirtschaftlichen Sinne. Und wenn er das so handhaben möchte, dann macht er weiterhin schlechtes Business. Und darum geht's. Ja, gut. Gehen wir zurück. Nochmal zum Start von AEW. Wir müssen uns mal einigen, was war eigentlich die Hauptidee von AEW? Warum ist AEW überhaupt entstanden? Aus dem schlechten Booking der WWE, aus dem langweiligen Booking. Es war gefühlt immer dasselbe. Ob es ein John Cena war, der jahrelang oben war, ob es ein Roman Reigns war, der 8 Jahre lang als Face nicht funktioniert hat. Ja, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das war einer der schlechten Runs überhaupt. So gut er auch jetzt ist. Ja, hat ihm sicher auch geholfen teilweise. Aber ich kann mich erinnern, 2015 bei Rumble wurde er weggeboot mit Rock. Also ganz kurz. Nicht vergessen, dass WWE gerade in dieser Phase, auch wenn das Produkt für den Endkunden nicht geil war, wirtschaftlich äußerst solide gewachsen ist. Sehr, sehr. Das ist korrekt, ja. Wirtschaftlich mit dem Network und solche Sachen, ja. Also rein aus finanzieller Sicht war das eine Erfolgsära für WWE. Na, was war nicht also der mehr Ansatz? Machen, ja. Was war, ja, man musste nicht mehr machen und es ist gewachsen in einem Markt, der eigentlich relativ mau war. Also, was war der Grund, dass Tony Khan überhaupt ins Wrestling gegangen ist? Das ist die eigentliche Frage. Denn AEW ist nicht entstanden, weil Tony Khan gesagt hat, wow, jetzt mache ich mal Wrestling und ich will den Markt revolutionieren. Nein, AEW ist entstanden, weil Leute, die bei WWE waren oder woanders waren, ja, aus dem Independent-Bereich kamen und sagen, hey, wir zeigen jetzt einmal, dass Wrestling auch unabhängig funktionieren kann. Independent. Das war All-In. Das erste All-In. Diese All-In hat funktioniert. Einmal. Ja? Das war das ursprüngliche Ziel, warum die gestartet sind. Daraus entwickelte sich, hey, wir könnten ja vielleicht überlegen, das auf eine regelmäßige Basis zu bringen. Dafür brauchte man Geld. Dafür brauchte man Spielgeld. Und jetzt kommt Tony Khan rein. Tony Khan ist nur in dieser Rolle, nicht weil ihn irgendwas befähigt dafür, nicht weil er Wrestling verstanden hat, nicht weil er ein guter Geschäftsmann ist, sondern weil er der nützliche Idiot war, der die Schatulle aufgemacht hat. Und das unterscheidet ihn. Sehr, sehr hart ausgedrückt. Das unterscheidet ihn aber komplett von einem Ted Turner beispielsweise. Ja. Was mich teilweise ein wenig verwirrt, so sehr sich die zwei bekriegen, ein Eric Bischoff und ein Tony Khan, war nicht den Tony Khan in der WCW-Crowd und hat die WCW-Ära live miterlebt? Ja, offensichtlich. Also der weiß ja, wie heiß Wrestling war. Ja, offensichtlich. Er weiß es ja. Und das ist ja das, was er eben vorwirft mit Mark. Ja? Offensichtlich versteht er nicht, warum das Produkt erfolgreich war. Sollte er dann nicht genau dem Menschen, ja, der das Produkt damals produziert hat, zuhören? Und natürlich musst du kannst die Sachen nicht eins zu eins kopieren. Du musst aber die Business-Entscheidung verstehen, warum wurden Dinge so gemacht, wie sie gemacht wurden. Was ist im Nachhinein vielleicht in eine falsche Richtung gelaufen? Bla, du kannst daraus lernen. Warum stellt ein Tony Khan sich so vehement gegen diese Kritik? Wäre es nicht viel, viel klüger zu sagen, ja, wir haben Nachholbedarf, ja, ich verstehe, dass unser Produkt nicht das ist, was es hätte sein sollen und wir steuern gegen. Wo ist der Lerneffekt? Der macht das jetzt 5 Jahre und bitte erzähl mir nicht 5 Jahre erfolgreich, weil das ist nicht der Fall. Wie gesagt, was wäre erfolgreich wirtschaftlich? Brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist es nicht. So, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung dann von Tony Khan? Außer, dass er das Geld bringt. Nix. Und das ist genau der Punkt, den Eric Bischoff kritisiert, den ein
Jim Cornette kritisiert, den viele andere kritisieren, die in diesem Business Jahre und Jahrzehnte gearbeitet haben. Warum meint ein Tony Khan, dass er sich dagegen stellen sollte? Warum meint ein Tony Khan, dass er dagegen schießen sollte, statt einfach zu sagen, jo, vielleicht ist da auch was dran? Würde das nicht ein cleverer Geschäftsmann tun? Würde der nicht sagen, okay, vielleicht sollte ich meine Art und Weise vielleicht auch kurz mal hinterfragen, weil offensichtlich habe ich ein Problem, das so umzusetzen. Ich habe vielleicht eine Idee gehabt am Reißbrett, ich muss anpassen. Das wäre ein Geschäftsmann. Das würde einer tun, der sieht, okay, wir sind irgendwie rückläufig. Wir kommen nicht dahin, wo wir hinwollten. Auf X kommunizieren. Also, dass ein Tony Khan das gar nicht merkt, also, come on. Also, na, dass er ist so blind durch die Gegend läuft, nee. Dafür sind im Hintergrund und gerade 2024 viel zu viele Änderungen gewesen. Wie sind wir da gesessen vor 3 Wochen? Jetzt bookt er auf einmal WWE-artig Promo-Eröffnung. Moment. Ja? Es ist ein Unterschied, ja? Es ist ein Unterschied. Ich sage nicht, er merkt nicht, dass was falsch läuft und versucht nicht gegenzusteuern. Die Mittel sind falsch. Was ist sein Gegensteuern gewesen? Sein Gegensteuer ist immer gewesen, oh scheiße, wir machen schnell ein Eventbook, wir droppen einen neuen Namen und da und da und da und da. Das ist das, was er macht. Das sind seine Antworten. Und das funktioniert nicht. So, also die Frage ist doch, nicht merkt er es nicht, sondern welche Waffen setzt er ein? Und diese Waffen sind stumpf. Gut, ich meine, er hat jetzt, wie gesagt, du hast ja gesagt, die neuen Signings, Mercedes Moné, Okada, Ospreay. Mhm. Ja? Ja. Wenn ich das jetzt in Kontext zur WWE stelle, ja, was ist das japanische Aushängeschild bei der WWE? Asuka, Nakamura? Also da warum? Hat er sich quasi den größten Fisch geangelt, den er sich angeln kann. Warum hat dieser Japan-Bezug im US-Mainstream-Wrestling nie funktioniert? Diese Ansätze gab es. Genau das, was wir jetzt sehen bei AEW, gab es bei WCW. Genau das gab es schon mal. Es gab die Zusammenarbeit mit New Japan. Es gab die Zusammenarbeit mit All Japan. Es gab diese Forbidden Door. Das hieß nur anders. Das gab es alles Anfang der 90er Jahre und war nicht erfolgreich. Warum war es nicht erfolgreich? Weil es der falsche Ansatz ist. Dieser Markt, diese japanische Art von Wrestling, diese Art und Weise funktioniert im japanischen Markt, aber nicht im westlichen Mainstream-Markt. Und das ist doch genau der Punkt. Warum versucht er diese Sache auf dem US-Markt und schenkt den ab? Warum macht er nicht das Offensichtliche, nämlich das, was damals passiert ist? Ich nehme das, was Pro Wrestling im US-Mainstream ist, verändere ein paar Parameter, mach ein paar frische Sachen und that's it. Nein, er kopiert 1:1 WCW Anfang der 90er. Nachweislich, hast du mir vorhin selber gesagt, bis Eric Bischoff kam, hat das nicht funktioniert. So, warum soll es jetzt funktionieren? Und warum sehe ich nach 5 Jahren nicht, dass es nicht funktioniert? Das ist doch die Frage. Er übernimmt ja, ich sag mal so, er übernimmt gewisse Stars 1:1. Ja, wenn Will Ospreay, also das ist jetzt nicht die schlechteste Investition, meiner Meinung nach. Der kann natürlich diese Matches raushauen. Kann er? Muss er es? Nein. Ja? Und das ist auch meine Kritik an Tony Khan. Mach die Stars, die du hast, spezieller. Ich will nicht, dass so über letzten Dynamite ein Will Ospreay die Show wieder öffnet. Du hast so eine Backstory. So. Aber ich weiß nicht, ein Shibata, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie heißt Shibata, keine Ahnung. Ja? Shibata heißt er. Shibata. Also wenn man die Backstory von ihm kennt, ja, dann versteht man das so wenig. Die kennen aber keinen. Du hast ein Match gezeigt und so der Mainstream-Fan sieht das jetzt und denkt sich, okay, damals hat er ihn besiegt. Die Story ist, er ist quasi älter geworden, hat jetzt Kinder und jetzt nimmt er ihn ernst und gewinnt das Match. Und du denkst dir, ja, was hat das jetzt erreicht in Bezug auf die Fehde von Bryan Danielson? Das ist zum Beispiel ein falscher Zugang. Da gehe ich auch mit. Ich sage nicht blind, alles ist okay. Ja. Weiter, nächstes Argument. CMLL. CMLL, okay. Triple A. Auch das gab es. Auch das gab es bei WCW. Und die haben es besser gemacht. Ich kann mich an Clips erinnern, die bei Nitro liefen, wo die mir erklärt haben, was ist die CMLL? In 5 Minuten. In 5 Minuten haben die mir erklärt, was die für eine Historie haben, bla, was weiß ich.
Ja. Was macht AEW? Geh ich mit? Hier ist jemand, da ist irgendwie Hachichi und der springt im Ring lustig umher. Guck das bitte an. Hechicero heißt der Flöter. Ja, wegen mir. Ich möchte den ja gar nichts absprechen, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Dann sehe ich den eine Woche und dann sehe ich einen Monat lang nicht mehr. Wow. Was ist der Mehrwert? Was ist der Grund, warum ich diese Show einschalte? Ja, die Kritik, da kann ich dir nicht widersprechen. Bei der Kritik kann ich dir nicht widersprechen. Ja? Ich bin auch der Meinung, wie verbieten ist diese Tor noch? Du hast mir jetzt gerade, weiß nicht, für jedes Beispiel, was Tony Khan gemacht hat, gab es alles schon innerhalb der 90er. Ja? Ja. Und er kopiert das Konzept. Richtig. Die erste Forbidden Door, das ist okay. Das kannst du ja machen nach so 20, 30 Jahren. Das ist dann wirklich so was Großes. Aber jetzt hast du den Punkt. Jetzt hast du den Punkt verstanden. Das ist nichts mehr Spezielles. Jetzt hast du genau den Punkt verstanden. Er macht ja nichts Uniques. AEW steht für nichts. AEW hat keine Richtung. Dieses Schiff, was er da steuert, hat keine Richtung. Das treibt ziellos umher. Und manchmal fällt dir dann wieder ein, ach guck mal, da gab es schon mal was, das können wir auch machen. Das ist per se nicht falsch, aber mach es zeitgemäß, mach es ein bisschen anders, lern vor allen Dingen draus, wie es damals nicht funktioniert hat und dann hast du Innovation. Du musst den Markt ja verändern. Wenn du den Markt so lässt, wie er ist, dann wirst du diesen Kuchen nicht größer kriegen. Das ist aber die einzige Flöter. Möglichkeit, wie AEW wachsen kann, weil dieser Kuchen, der ist nun mal zu 80-90% bei WWE. Ja? Was den monetären meine nächste Frage Kram angeht. Auf den Bezug. Und auf meine Frage ist, du sprichst ganz von kurz. Zeitgeist. Ganz okay, kurz. Dann ganz kurz. Ich muss ganz schnell pinkeln gehen, ich höre dir aber zu. Ja? Okay. Nicht wundern. Gut, dann stelle ich eine Frage vielleicht auch da an den Chat. Ja, es würde mich auch brennen. Ich nehme auch die Kritik an, was der Flöter sagt, es ist auch legit. Ja, also, dass AEW alles richtig gemacht hat, brauchen wir nicht reden. Ja, ich habe auch eine Zeit gehabt, da war ich komplett raus. Aber wie macht man das fest? Was ist für euch der Zeitgeist 2024 im Wrestling? Ja, ist das der Standard bei der WWE, jetzt so wie bei der letzten Raw? Wo man sagt, okay, du hast so Segmente wie CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, also die Promo hat deutlich anders gewirkt. Du hast gemerkt, die haben nicht dieses Script, ja, was sie früher immer gehabt haben bei der WWE. Sie lesen halt ihre Sachen runter und teilweise vergessen sie dann ihre Lines, ja. Also Shoutout an The Rock damals gegen Cena, wo er rausgecallt worden ist. Hab's mehrfach, ja. Eben, das fühlt sich nicht mehr so an. Und wie bewerten wir jetzt Pro Wrestling? Was ist der Zeitgeist 2024? Was funktioniert nicht? Weil einen The Rock kann ein Tony Khan zum Beispiel nicht herzaubern. Das geht nicht. Nee, das stimmt. Gebe ich dir auch recht. Ich würde es aber auch nicht jetzt an einer Raw festmachen, weil wir sind uns ja auch einig drüber, dass viel Booking in den letzten Monaten auch bei WWE strunzenlangweilig war. Aber sie können es, wenn sie wollen. Das will ich damit aussagen. Sie können es und sie können dann Big Business machen, ohne es anzukündigen. Ja, das stimmt. Ja. Die können einfach flexen. Ja? Aber die Problematik ist, was ist der aktuelle Zeitgeist? Ne? Wenn du ein Produkt hast, ja, und ich komme gerne mit dem Smartphone-Vergleich wieder. Ja? Es gab Smartphones schon vor dem iPhone. Was hat Apple getan? Apple hat es einfacher gemacht. Ein Knopf ist Software drauf, die strunzen einfach ist, jeder Vollidiot versteht, wie ein iPhone funktioniert. Und deswegen haben sie den Markt revolutioniert und verändert zu ihren Gunsten. Aus dem Nichts kommt. Was ich sagen möchte ist, der Ansatz kann doch nicht sein, sich zu orientieren an der Vergangenheit im Sinne von, damals, Forbidden Door, das war eigentlich ganz cool, machen wir auch. Der Ansatz müsste doch sein, was müssen wir tun? Welche Stellschrauben müssen wir drehen, um ein valideres Produkt zu machen, was die Masse mehr anspricht? Und das kann ja nicht sein, ich bediene nur die Diehards. Das kann ja nicht der Ansatz sein. So, der Ansatz hätte von vornherein doch sein müssen, wir müssen mehr Leute holen. Und du kannst ja auch nicht argumentieren, jo, WWE macht jetzt einfach ein besseres Produkt. Das wäre scheißegal, ja? Denn das haben wir gesehen im Money Night War. Es wäre scheißegal, ob WWE ein gutes Produkt macht. Das heißt nicht, dass AEW deswegen weniger Quoten ziehen kann
oder würde, ja, sondern wenn die ein valides Produkt hätten, würden beide gute Quoten ziehen, der Gesamtmarkt würde wachsen. Und das ist das große Problem, was AEW hat. AEW hat mit einem riesen Bass sind die reingegangen in diesen Markt, haben gesagt, wir revolutionieren das Wrestling, wir machen es besser, wir sind jetzt hier Apple, um wieder bei dem Vergleich zu bleiben, und haben dann ein Windows-Smartphone gebracht. Das mag sein, dass ein Windows-Smartphone, ja, ich hatte selber eins, ja, ich hatte ein Windows-Smartphone, ich hatte durchaus Spaß dran, aber ich war einer der wenigen. Und genauso ist es mit AEW. Und wenn, solange du daran festhältst, solange du an diesem Konzept festhältst, genau nur das zu tun und nicht bereit bist, wirklich Veränderungen zu machen und wirklich dich anzunähern und ranzutasten und diesen Zeitgeist auch definieren zu wollen, das ist doch der Punkt, ja? Diesen Zeitgeist definieren und gestalten zu wollen, dann tut es mir leid. Dann bist du einfach kein guter Geschäftsmann im Sinne von Tony Khan. Und das ist die Kritik, die immer und immer wieder kommt. Das ist genau das, was Leute wie Bischoff sagen, das ist das, was Leute wie Cornette sagen oder Leute, die eben lange genau diese Messlatte höher und höher und höher gelegt haben. Die haben das getan. Also wer soll ihr denn noch legitter kritisieren können als ein Eric Bischoff? Natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, nutzt Eric Bischoff das absolut auch, ja, um seine Reichweite. Ja, aber wenn du ihm diese Steilvorlage gibst, ja, also wenn Eric Bischoff für irgendwas bekannt ist, dann genau dafür. Eric Bischoff grätscht rein, nimmt diesen Bums, dreht ihn um und verdient damit Geld. Das ist genau das, was Eric Bischoff immer und immer wieder getan hat. Und natürlich nimmt er dann so einen Tweet und natürlich schießt er dann noch mehr drauf, weil er genau weiß, es funktioniert. Weil er damit Geld verdient. Und das ist der Unterschied. Eric Bischoff kann sich das erlauben. Eric Bischoff kann sich das erlauben. Der führt keine Company. Dem ist das komplett egal, was irgendwelche Diehards von AEW über ihn denken. Das ist nicht seine Zielgruppe. Der produziert nicht für die. Ja? Das stimmt. Auf der anderen Seite steht ein Tony Khan, der denkt auch, ich produziere nicht für die anderen. Und das ist der Denkfehler. Weil wenn er für diese anderen produzieren würde, wenn er die versuchen würde abzuholen, wenn er diesen Mainstream-Markt versuchen würde, wenn er es einfach nur versuchen würde wenigstens, ja, die zu holen, dann wäre sein Business deutlich legitter und valider. Und das ist das, was man ihm vorwirft. Nichts anderes. Er kann sich nicht nur auf diese Diehards verlassen, weil diese Gruppe wird auch immer weniger. Ja? Er muss diese Ausrichtung ändern. Er muss sein Produkt anpassen. Er muss versuchen, mehr zu holen auf diesem Markt. Er muss sein Produkt revolutionieren. Ja. Die Angriffe jetzt so per se, das stört mich ja nicht. Das ist, gehört vielleicht auch ein bisschen zum Social-Media-Game dazu. Ja, er tut Tony Khan ein bisschen anziehst. Gefallen. Das ist ja der Witz. Er tut Tony Khan sogar einen Gefallen damit. Eben, er macht ihn ja. Und Tony Khan weiß ja genau, kritisiert einen Eric Bischoff, dann wird wieder backfired. Und dann aber er macht es aus den falschen Gründen. Er macht es offensichtlich aus den falschen Gründen. Er lernt das stimmt nicht. Natürlich. Ja, was mich zum Beispiel, also das Erste, was mir einfällt bei der Präsentation auf X von Tony Khan, was mich wirklich mittlerweile stört, ist, es ist bei jeder AEW-Show das Gleiche. Er kommentiert jedes Segment mit seinem Twitter-Account, this is awesome und sonst was. Ja. Und ich denke mir, bitte, ich will das nicht mehr sehen. Ja, das zerstört für mich teilweise sogar die Show. Das stell dir vor, ein Triple H macht bei jedem Match Ricochet gegen JD McDonald, unbelievable Action Canadian, Justified. Also das ist ja lächerlich. Das wirkt aber halt richtig amateurhaft. Ist es auch. Ist es ja auch. Und das Problem ist nicht, dass er sein Produkt versucht over zu putten. Ich glaube auch, der glaubt das wirklich. Ich glaube wirklich, dass er einen gewissen Rahmen wirklich glaubt, dass das Produkt gut ist. Nur die Zahlen sprechen gegeneinander. Also, das ist, am Ende des Tages kann er sein Produkt so gut finden, wie er möchte. Er macht das Produkt für den Markt. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich Musiker bin. Ja? Ich kann die Musik machen, die ich persönlich gut finde. Und die kann anspruchsvoll sein. Nochmal was, ich kann die absolut geil finden. Am Ende des Tages brauchst du die Hörer und die Leute, die es konsumieren. Mhm. Und wenn du Geld verdienen willst, dann wirst du dich irgendwo daran orientieren müssen, was der Markt möchte. Und warum tut Tony Khan das nicht? Warum? Das geht mir nicht in den Kopf. Also er will es anders machen. Ich glaube, er will es einfach anders machen. Und das ist auch das Hauptproblem, was ihn etwas blockiert. Ja?
Bei der letzten Dynamite eröffnet er mit einem Match. Ja. Zuvor hat er wieder so Promos. Ja. Natürlich setzt die WWE oder hat die WWE bis jetzt den Standard gesetzt. Ja. Wie funktionieren Segmente? Wie fängt eine Raw an? Wie oft haben wir diese Eröffnungspromo? Wir warten, wir sitzen ja schon da und, warum können Sie das? Und wissen, wenn warum der können Sie das? Warum können Sie das? Warum können Sie den Markt diktieren? Weil Sie das, naja, weil Sie, das haben Sie sich erarbeitet, die Position, wirtschaftlich. Dass sie das machen können. Und wenn dieses Produkt, was WWE da macht, nicht die Messlatte ist, ja, wenn das doch besser geht, ja? Warum tut Tony Khan das dann nicht? Offensichtlich, das, was er macht, reicht nicht aus. Auch nur annähernd erfolgreich zu sein. Dass er WWE komplett angreifen kann, glaube ich sowieso nicht. Das ist ein Ammärchen. Konnte er nie. Wird er auch nicht. Aber er kann ein erfolgreicheres Produkt machen. Aktuell nicht möglich. Er kann ein erfolgreiches Produkt machen. Genau, richtig. Dabei sind wir. Und wie passiert das? Ich nehme jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung. Ja? Ich bin 2000 ins Wrestling eingestiegen. Ja? Das war noch Peak Attitude Era, vielleicht schon ein wenig am Abklingen. Wie bin ich beim Wrestling hängen geblieben? Mit einer Rock-Promo. Ja? Ich wollte diesen Mann sehen, ein Rock. Die haben mir das immer erzählt. Charakter. Und das sind auch die ist das Problem. Und bei AEW, da fehlt mir das so mit dem Charakter. Darum feiere ich zum Beispiel einen Swerve Strickland, ja, weil der erzählt mir eine Reise, ja. Der erzählt mir die Veränderungen, wie es dann zum Faceturn kommt und ich kann es nachvollziehen. Ich kann bei einem Will Ospreay nicht nachvollziehen, warum wird der überhaupt bejubelt, weil er gut wrestelt? So. War's das? Und da sind wir beim Punkt. Warum ist ein Will Ospreay dann 5 Millionen wert oder 4,5 Millionen? Warum ist ein Okada dann 4,5 Millionen wert? Wenn die das nicht haben, wenn die diesen It-Faktor nicht haben oder nicht in der Form. Mit Rock ist natürlich auch was das angeht. Das kannst du nicht vergleichen, ja. Der überstrahlt sogar den Roman Reigns mittlerweile. Der überstrahlt alle. Wie gesagt, natürlich, das ist ein gewisses. Das ist ein Hollywood-Star, also machen wir uns nichts vor. Aber wie gesagt, lösen wir uns mal von Rock. Rock war auch viele Jahre nicht im Produkt. Ja? Trotzdem waren sie wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich damit. Wenn der Markt es nicht hergibt, wenn ich dieses Geld mit diesen Namen nicht verdienen kann, warum kriegen die dann so viel? Warum kriegt Mercedes Wenn er nicht will, dass sie zur WWE laufen. WWE hat abgewunken bei allen. Ja, wieso sollten sie nehmen? Mercedes Monet hat mit WWE verhandelt, beispielsweise. Will Ospreay hat angeblich mit WWE verhandelt. WWE geht diese Preistreiberpolitik nicht mit. Haben sie genauso übrigens bei WCW gemacht. Damals konnten sie nicht. Heute könnten sie doch. Sie könnten doch. Offensichtlich sehen die den Wert nicht. Und dann ist es auch wieder schlechtes Business. Ganz ehrlich, ich glaube, die Taktik, und das ist auch was, was Tony Khan offensichtlich nicht versteht, ist doch seit jeher schon. Wir geben Leute frei, wo wir nicht glauben, dass wir damit großes Geld verdienen. Tony Khan nimmt die alle schön auf. Ja? Wir treiben ein bisschen die Preise nach oben, weil wir Interesse suggerieren. WWE hat noch nie vor, dieses Geld auf den Tisch zu legen für Mercedes Monet. Nie vor, für Will Ospreay so viel Geld auf den Tisch zu legen. Nie vor, einen Okada zu holen für so viel Geld. Weil sie offensichtlich wirtschaftlich denken und sagen, okay, das ist nicht wert. Das können wir über diese Namen nicht einspielen. Natürlich gibt es Fälle, die sich später als Goldgrube rausstellen. Ja, Steve Austin war so ein Fall bei WWE damals. Ne? Der hat sicherlich nicht so viel Geld bekommen am Anfang, als er da angefangen hat. Und wächst dann mit der Aufgabe. Aber das sehe ich bei AEW in den seltensten Fällen. MJF ist einer, wo das der Fall war. Ja. Ja, aber du musst ja auch einen Will Ospreay Zeit geben, oder? Du kannst. Es ist auch ein wenig unfair, wenn der jetzt da. Aber warum kriegt er denn jetzt schon 4,5 Millionen? Warum kriegt er denn jetzt 4,5 Millionen? Ja, aber. Meinst du, der hat das annähernd verdient auf dem Independent-Markt? Niemals. Nein, hat er nicht verdient. Und der Hauptgrund ist natürlich auch, ja, dass er die Familie trotzdem in England hat. Ja. Er kann hin und her fliegen. Und ein Tony Khan kann es mitgehen, ja. Ganz ehrlich? Und da muss ich ihn in Schutz nehmen ein wenig. Er kann es mitnehmen? Du kannst ein Investment machen. Moment, er kann es mitgehen? Er kann das geben? Na, er kann ihn das anbieten, ja. Und bei der WWE war es so, WWE wollte, dass Will Ospreay nach Amerika zieht. Und er hat gesagt, nein. Und das Gleiche war bei Okada. Ja. Okada ist vielleicht jetzt noch in den Städten, das weiß ich, also so genau weiß ich es jetzt auch nicht, ja, nur was man halt, sag ich mal, grob gelesen hat. Wer ist dann am Ende der Dumme? WWE, weil sie die Namen nicht haben? Oder Tony Khan, weil er viel zu viel Zugeständnisse macht und viel zu viel Geld dafür bezahlt? Wer ist der Dumme? Ich würde sagen, das kannst du erst bewerten. Gib vielleicht den Ganzen bis zu All-In. Ja?
Also wenn sie es bei All-In nicht hinbekommen, dass ein Will Ospreay, sag ich mal, größer wirkt, ja, wie in der Anfangszeit, dann hat sich das Investment klar nicht gelohnt. Bei einer Mercedes Monet muss man auch abwarten. Man probiert natürlich, dass man dann stellt man die Frauen ins Main Event und man hat gesehen, die Ratings, die fallen runter, weil welcher Diehard will die Frauen im Main Event sehen? Sorry, dass ich das so deutlich ausspreche, aber das hat man halt nie gezeigt. Ja, du hattest halt immer deine Standard-Women's-Matches und jetzt auf einmal den Main-Event-Spot wegen einer Person. Also, das geht fast zu schnell, muss man sagen. Naja, formulieren wir es mal anders. Bringen wir es mal auf den Punkt. Sie Ja. haben nicht den Namen bei den Frauen auch nicht aufgebaut und auch keine Ansätze, ja, der Main-Eventen kann. Nicht nur bei den Frauen, auch an anderen Stellen. Wenn du eine Ja. Mercedes Monet holst und mir erzählst, die ist der heißeste Free Agent auf dem Markt, die ist 5 Millionen im Jahr wert und du hast in der Company niemanden, den du dagegen stellen kannst und machst dann ein Programm mit Willow Nightingale. Und dann wundert man Ja, sich, das warum war sie funktioniert. Das ist Follow-up natürlich von New Bullshit. Japan. Ich weiß schon, was du meinst. Natürlich, eine Willow Nightingale ist so weit weg von einer Mercedes. Das willst du halt nicht auf einmal sehen. Aber willst du es so sehen wie bei Okada? Kommt rein, gewinnt den Champion-Titel und geht Nein, weiter. Ist auch ein natürlich kritischer nicht. Weg. Ja? Du Natürlich, das musst wird die auch nicht Leute funktionieren. erst etablieren. Ja? Ja, das wird auch nicht Und funktionieren. Aber sind das nicht genau diese ja. Stellschrauben? Das ist doch das Muster, was sich bei Tony Khan seit 4,5 Jahren, 5 Jahren jetzt fast Ja. wiederholt. Er holt Namen, sagt mir, das ist der größte Star überhaupt. Hier hast du einen Titel, hier wirst du hingebucht, da Match, da Match, da 5 Sterne Match, da. Binnen weniger Monate sind die kalt wie nochmal was. Das haben wir doch jetzt alles schon ein paar Mal gesehen. Warum lernt er nicht daraus? Ja, diese Dream Matches gehe ich mit. Ja. Vor allem das Problematische ist, du stellst jetzt zum Beispiel beim Main Event einen Swerve Strickland gegen, weiß nicht, Konosuke Takeshita oder du stellst auch einen, weiß nicht, Ospreay gegen einen Shabata und dann pusht du das Match zwischen Danielson, sorry, schon so, dass man sagt, weil das Match schon so gut gegen Shabata war, dann muss das ja ganz groß werden. Und dann haben wir gesehen, wie war das? Okada gegen Bryan Danielson, Forbidden Door, was haben alle geflucht, ja? Da hätte ich mir mehr erwartet, ja? Weil die nur aufs Match gegangen sind, ja? Du hast halt sehr, sehr wenig Story als Grundlage, ja? Und da muss man arbeiten, ja? Das ist für Und mich das dann Wichtige. sind wir wieder bei den Grundtugenden Ja? vom Pro Wrestling. Die Ja? Ur-DNA vom Pro Wrestling. Und das hat ein Tony Khan nach 5 Jahren immer noch nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass er eine Backstory geben muss. Er hat nicht verstanden, dass er einen Erzählstrang haben sollte. Er hat nicht verstanden, dass er Charaktere braucht, keine Namen. Ja, er kann künstlich versuchen, Namen groß zu reden. Aber es funktioniert ja nicht. Es funktioniert ja nicht. Es schaltet keiner ein, weil da ein Takeshita catcht. Es schaltet keiner ein, weil da ein Okada catcht. Nicht mehr zumindest. Es schalten nicht mehr Leute ein. Und das ist die Problematik. Und dann kannst du natürlich sagen, Swerve Strickland funktioniert in gewissen Rahmen. Ja, stimmt. Für AEW-Verhältnisse funktioniert der gut. Aber Genau. dieser Swerve Strickland ist weit weg davon, eine Company zu tragen. Ein Samoa Joe ist weit weg davon, eine Company zu tragen. Und Der das ist ist das sowieso nicht Titelmatch. demonstriert. Ja. Ja, So, aber dann das ist ja der versuchst du das. Moment für Swerve. Du baust es ja auf mit dem Namen schon. Dynasty, ja. Du willst eine neue Dynastie schaffen, ja. Und da baust du jetzt um. Ich kann aber so Leute wie dich jetzt verstehen, die was sagen, ja, wie oft hat denn Tony Khan das gemacht und wie oft hat es wieder nichts gebracht und er bookt wieder seine Dream Matches, ja. Ich Würde auch verstehe wieder den machen. Kritikpunkt. Würde auch wieder machen. Ich weiß, Ja. du argumentierst ja seit ein paar Wochen schon, die machen was anders jetzt im Produkt. Diese Woche schon wieder Rückschritt. Wie gesagt, Das war wir haben ja Rückschritt, schon, ja, gehe ich mit. schon mal drüber geredet an der Stelle. Das Problem, was ich sehe, ist, dieser Umbruch, der notwendig wäre, da sind wir uns ja einig. Ja? Dass sie was anders machen müssen, ist ja offensichtlich. Die Stellschrauben kann man darüber diskutieren, aber dass sie was anders machen müssen, um erfolgreicher zu sein, ist ja offensichtlich. So. Ein Eric Bischoff nennt jede Woche so viele Punkte, so viele mögliche Stellschrauben und wird dafür gehatet von den Diehards. Wähler, well, Ist man warum wird er gehatet?
Weil er den Film. Nein, du musst das erklären. Wunde nimmt. Nur weil es Eric Bischoff ist oder weil die Idee kacke ist. Weil er den Finger in die Wunde legt und weil er das Offensichtliche ausspricht. Und das hört diese Die Hard Bubble nicht gern. Und dann wird er zur Persona non grata. Das ist das Problem. Weil er es sich erlaubt, das große Produkt AEW zu kritisieren. Was wirtschaftlich nicht existent ist und nicht funktioniert. Er hat doch alle Argumente auf seiner Seite. Natürlich kann er das kritisieren. Und nochmal, dieses Narrativ von wegen, wir revolutionieren den Wrestling-Markt, wir machen Wrestling größer, wir machen dies und jenes, wir greifen WWE an. Dieses Narrativ hat sich AEW selber auferlegt. Das kommt nicht von außen, das kommt nicht von der WWE. WWE äußert sich gar nicht dazu. Ja? Die reagieren quasi null. Brauchen sie auch nicht. Ja? Ja. Tony Khan und seine ganze Ausrichtung, das fing schon an mit dem Cody, der einen Thron zerschlagen hat, schreit die ganze Zeit nur, ich will Aufmerksamkeit, achtet uns jetzt endlich mal. Er macht sich lächerlich. Und das sagt ein Eric Bischoff. Im weitesten Sinne. Ich gehe bei vielen Dingen, die Eric Bischoff sagt, auch nicht mit. Ja? Und dennoch ist es fast schon ein Witz, wie ignorant ein Tony Khan, irgendwelche Young Bucks, irgendwelche EVPs und vor allen Dingen aber die Die-Hard-Fans sind, wenn es um Kritik an dem Produkt geht. Warum können die sich nicht eingestehen, dass dieses Produkt nicht funktioniert? Da kommt jedes Mal irgendwelche anderen Ausreden. Ja, Monet war nicht angekündigt, nächste Woche wird es besser. Jo, haben wir gesehen, nichts ist passiert. Ja, All-In, das waren 81.000 Game-Changer, nichts ist passiert. Die sind ja komplett resistent gegen jegliche Art von Argumenten. Und immer dann, wenn sie keine mehr haben, kommt ihr, du bist ja nur ein Hater. Das ist ja Bullshit. Ich meine, diese Kritik an AEW ist doch berechtigt. Diese Kritik ist doch... Du legst die Ansprüche hier oben hin, ja? Und jede Woche erzählst du mir, jetzt ist noch geiler, noch geiler, noch geiler. Du schiebst es noch weiter nach oben. Das seit 5 Jahren. Und deliverst nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Ja. Und dann wunderst du dich, dass Leute das kritisieren und nicht ernst nehmen, dieses Produkt? Naja, Kritik kannst du ja äußern, das ist ja okay. Und ich bin persönlich immer der Meinung, Kritik hilft dir mehr, als es dir schadet, wenn es wirklich konstruktiv ist. Wenn man verstehen würde, dass man diese Kritik nehmen sollte und vielleicht überdenken sollte und damit was anfangen. Und das ist ja das, was absolut nicht passiert. Das ist doch genau das. Diese Lagerbildung, dieses Tribalism und dieses, die hat eine Agenda, Gequatsche, wo kommt das denn her? Das gibt es erst seit AEW da ist. Das gab es vorher nicht. Auch nicht zu TNA-Zeiten. Ja. Nicht mal bei WCW in der Form gab es das. Zu Attitude-Ära-Zeit, zu Monday Night War-Zeit, ich bin mir sehr sicher, der große, große Teil der Wrestling-Fans hat beide Produkte konsumiert. Warum schafft es AEW nicht? Warum schafft es AEW nicht, relevant zu wirken? In 5 Jahren. Ich glaube, in der jetzigen Phase ist es sowieso schwer mit WrestleMania. Da braucht man nichts sagen. Ja, und gerade zu Beginn 2024 habe ich AEW auch wirklich kritisiert. Also das war nach World's End mit diesem Devil Reveal. Du hast ja eine Story gehabt, du hast einen Aufbau gehabt und du hast die Chance gehabt, Leute zu ziehen. Ja, du hast in den Sand gesetzt. Ja, genau. Und du hast das so in den Sand gesetzt, wo ich mir dachte, boah. Aber wenn du weißt, März, Anfang April ist WrestleMania. Warum haust du dann in der Zeit innerhalb von einer Woche Okada, Will Ospreay und Mercedes Moné raus? Warum? Warum machst du 2 Wochen nach WrestleMania einen neuen Pay-Per-View? WCW, Eric Bischoff, hat zu Mania-Zeit genau das Gegenteil getan. Unsere Zeit ist wann anders. Genau, das ist wann ist der Pay-Per-View? Ich glaube, das ist so 16. oder Mitte April oder so. 2 Wochen nach Mania. Aber kenn doch deine fucking dein fucking Business. Wenn du weißt, dass der Branchenprimus in der Phase die Hochzeit hat,
Ja, Dann weiß schon, was greift meinst doch du, dass das danach. untergeht, ja, die Debüts und so. Natürlich geht's unter. Natürlich geht's unter. Das, was du angesprochen hast, dass man dann Okada in Six-Man-Tags steckt jede Woche und dann gleich einen Titel gibt, das ist natürlich noch viel sinnloser. Damit machst du ihn natürlich nicht groß. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber rein von dem Name Value, was er da gebracht hat, innerhalb der letzten Woche, mitten in der Mania-Phase? Really? Warum? Mach das doch danach. Wenn WWE dann nach Frankreich geht und ein bisschen Backlash macht, dann kannst du raushauen. Double or nothing. Ja? Versuche dann deine Phasen zu starten, wenn du weißt, und das ist bei WWE komplett berechenbar, wie das Produkt in Wellen verläuft. Ja, das ist jedes Jahr das Gleiche. Nach Mania geht's nach unten. Setz doch da an. Warum machst du das zur Hochphase im Jahr? Royal Rumble, Mania. Es macht keinen Ja. Sinn. Der einzige Grund ist, oh, die Ratings sind scheiße, wir brauchen irgendwas. Und ich bleibe dabei, Mercedes Moné hat eine Daseinsberechtigung. Mercedes Moné hat dafür gesorgt, dass die Quoten einigermaßen stabil bleiben. Ohne Mercedes Moné wären die Quoten wahrscheinlich noch weiter nach unten gegangen. Ja, was hat die gehabt? Ich glaube, über 1 Million Aufrufe, das stärkste EW-Segment oder so. Ja, Auch im März. wobei Lead-In, ne, von vorlaufenden Sendungen, aber das haben andere auch, von daher geschenkt. Es hat einen Grund, warum die immer 1 Minute vor anfangen, weil sie dann nämlich in. Ja, das ist wieder TV, das ist dann wieder. Das macht aber, glaube ich, nicht Tony Khan bewusst, sondern das ist dann wieder der Sender, der da ein bisschen mitdenkt. Die geben ihnen ja den Lead-In, den großen. Ganz ehrlich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die TV-Verträge natürlich verlängert werden und die werden sicherlich auch mehr Geld bekommen. Warum? Weil TV-Markt sich generell schwer tut mit Live-Formaten und Lizenzen und was weiß ich. Kann man dann davon sprechen, dass es ein valider Wachstum ist? Kann man dann davon sprechen, dass die auf dem richtigen Weg sind? Oder ist der eigentliche Grund nicht eigentlich der, dass Warner liebend gerne WWE ins Programm genommen hätte, aber finanziell nicht mitgehen konnte? Na Und gut, deswegen nimmt Netflix, man das ist ein das, was Bait. übrig bleibt. Ja, so wirkt es aktuell. Auf der Richtig. anderen Seite kann das auch wieder eine Chance sein für EW, ja? Du kannst zum Beispiel überlegen, okay, Collision ist jetzt frei. Ja, wieso stelle ich das jetzt nicht mitten in die Woche oder so? Ich zum Beispiel war immer Verfechter, mache einen Roster-Split bei AEW, weil teilweise ich weiß nicht, bei welcher Show wer ist. Ja, also Dynamite ist halt das Wichtigste, okay, aber baue so ein wenig die Charaktere über die Shows auf. Ja, und da fehlt halt noch viel. Ja, Ja, und da sind sie gerade dabei, halt, aber aber sind wir ja, mal ehrlich, schlampig. weder Rampage noch Collision haben eine Daseinsberechtigung. Ja, Collision wird ja immer mit CM Punk verbunden sein. Ja? Du erinnerst dich, Collision-Debüt, wer kam als erstes raus? CM Punk. Ich Wer war wiederhole, dein Dynamite-Zugpferd? Cody Rhodes. Rampage und Collision haben keine Daseinsberechtigung. Rampage und Collision liegen unter Senderschnitt. Macho, hast du das gehört? Naja, es ist ja so. Also, Ja. Rampage und Collision liegen unter Senderschnitt. Dynamite nicht. Dynamite funktioniert. Das läuft, ja, Für den ist Sender. deutlich. Ja? Nicht im WWE oder im Business-Kontext, ne? In dieser Sparte. Wobei das auch schwierig ist zu vergleichen, weil ganz andere Voraussetzungen. WWE produziert für Inhalte für Lizenzabnehmer. AEW produziert für den Endkunden. Das ist das Problem. Ja? Deswegen kannst du das nicht ganz vergleichen. Aber Dynamite hat eine Daseinsberechtigung für den Sender. Daran werden die sicherlich festhalten. Ja? Dafür nehmen die auch das Geld in die Hand. Collision und Rampage, schwierig. Ja? Und gleichzeitig muss man sich doch die Frage stellen, bringt es AEW was, Rampage und Collision zu haben? Oder torpediert das nicht eigentlich Dynamite? Übersättigung, Angebot und Nachfrage. Also offensichtlich ist das Angebot größer als die Nachfrage. Ja? Sonst wären die Quoten mit Collision und Rampage besser. Bei Rampage gehe ich sogar mit. Rampage, du Ja, weißt Rampage hat halt, teilweise also wenn bessere du das Quoten schaust, als Collision gezogen. ja, es liegt vielleicht auch am Spot, muss man auch deutlich sagen. Der Samstagspot ist sicherlich kein leichter.
War von Anfang an klar, ist historisch gesehen. Kannst du dich erinnern, als klar war, dass sie auf den Samstag gehen? Genau darüber haben wir geredet. Haben wir Warte doch mal geredet ab. damals, gefallen, Nach der vierhunderttausend. zweiten Quote, was bin ich gehatet worden, als ich gesagt habe, Das ja, mit das ist CM genau Punk. das. Das ist genau das Problem mit den Samstagspots und das wird sich auch nicht bessern. Was ist passiert? Genau das. So, das heißt nicht, dass ich das Business verstanden habe, sondern ganz ehrlich, ich glaube immer noch, das war ein cleverer Schachzug von Warner, um Preise drücken zu können. That's it. Am Ende des Das Tages, würde ich auch sagen. am Ende des Tages muss man sich ja die Frage stellen, wenn wir wieder aus dem wirtschaftlichen Sinne kommen. Rampage, Collision bringt denen ja nicht mehr Geld. Collision ist einfach dazugekommen. So. Jetzt kann man sagen, oh geil, 2 Stunden mehr Sendezeit, kann die Produkte machen. Oder ich sage, ich brauche die eigentlich gar nicht, weil die Nachfrage ist gar nicht da und dann kann ich mir auch die Hälfte vom Kader sparen und dann bin ich wirtschaftlich vielleicht fundierter aufgestellt, als ich es gerade bin. Und konzentriere mich vor allen Dingen auf mein Hauptprodukt, was eben Dynamite ist. Ja? Vielleicht sollte ich dann noch überlegen, ob das Pay-per-View-Modell noch zeitgemäß ist. Ja? Denn offensichtlich verdient man damit nicht das große Geld, so wie es früher mal war. Auch das unterscheidet ja eine WCW von AEW. Warum hinkt man hinterher? Warum macht man Ring of Honor überhaupt? Für was? Es hat null Na gut, Mehrwert. das ist Es bringt einem ja. Business nichts. Genauso, wie gesagt, muss man sich dann halt einfach da fragen, wenn ich es nicht schaffe, mein Produkt für 3 oder 5 Stunden so interessant zu gestalten, dass die Leute einschalten, dann sind es offensichtlich zu viel. Dann ist der einfachste und die logischste Konsequenz zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf Dynamite. Und ganz ehrlich, guck dir die Cards an, das wissen die doch auch. Die wissen ganz egal, das ist komplett, da machen sie alibimäßig wieder mal ein Dream-Match, da kommt da mal Danielson gegen Shibata oder was weiß ich, dann sagen sie, oh, guck mal, wir haben noch ein tolles Match hingezaubert. Jo, kein Mensch hat es interessiert. Genauso viele Leute geguckt wie vorher. Dann lass es doch. Dann mach es doch nicht. Wenn das so ein Ja. großes Match ist, angeblich, wenn das denn funktionieren würde, wenn das Massen ziehen würde, dann würdest du es beim Pay-Per-View machen. Wenn du auf dem Pay-Per-View-Modell läufst. Wie oft haben wir das kritisiert? Jede dritte, zweite Woche. Danielson gegen Japaner, weiß ich nicht. 80-facher Strong Champion. Und ich denke mir, okay, wer ist das? Und wie gesagt, So da hart möchte ausgedrückt jetzt. und da möchte, möchte ich den Bogen spannen. Wie gesagt, dieses von wegen, ihr hättet ja AEW immer nur, weil es AEW ist, ist Bullshit. Dieses Argument ist absoluter Bullshit. Man kritisiert AEW zu Recht, weil sie bis heute nicht verstanden haben, wie das Business funktioniert. Weil sie bis heute keine valide Geschäftsidee haben, weil sie bis heute kein valides Business haben. Und das ist eine Kritik, die muss man sich gefallen lassen, wenn man mit Pauken und Trompeten loszieht und sagt, ich revolutioniere diesen Markt, ich bin Apple, ich mache jetzt alles anders und ich bringe diesen Markt voran. Daran sind sie kläglich gescheitert. Und ganz ehrlich, das nochmal umzudrehen, ist Ja, jetzt das viel, wird viel schwer. größerer Kraftakt, ein viel, viel größerer Kraftakt, als es zu Beginn war. Und hier habe ich meine Zweifel, dass wirklich eine Ausrichtungsänderung kommt. Denn was würde passieren? WWE. WCW dominiert. Was hat Die haben sich WWE ja gemacht? angepasst. Die haben 1, 2 Jahre lang das Produkt umgestellt. Die haben bewusst in Kauf genommen, dass die Quoten nicht funktionieren in diesem Moment. Die haben bewusst in Kauf genommen, wir machen kein Eventbooking, wir machen kein Ad-hoc irgendwas, wir machen kein Name-Dropping, sondern wir stellen jetzt unser Produkt nachhaltig um. Und ich glaube, dass erstens Tony Khan das gar nicht sieht, die Notwendigkeit. Zweitens, selbst wenn er sie sehen würde, die Konstanz nicht hat. Und drittens, selbst wenn er sie hat, spätestens dann der Druck von den TV-Sendern kommen wird. Und damit Das ist ein Teufelskreis. Das hast du einen stimmt. Teufelskreis. Genau das ist es. Weil wenn du umstellen willst, und dann wirst du ja trotzdem an Ratings gemessen. Ja. Und das wird halt jetzt eine Aufgabe. Aber ich lese auch im Chat so ein bisschen nebenbei. Zum Beispiel der Herr On the Fly hat auch so eine Idee. Er sagt ja auch, es wird viel über den Roster diskutiert. Wenn man 50% vom Roster streicht, sind ja immer noch viel zu viele. Wie wäre es mit einer Idee, dass man sagt, okay, ich lege Rampage und Collision zusammen an einem Freitag und mache da eine 2-Stunden-Show? Freitag 2 Stunden, Mittwoch 2 Stunden. Die Idee ist ja nicht neu, ne? Die Ja? Frage ist ja schon immer, warum die das nicht tun, ja, oder nicht angedacht haben. Also
Ja, für was sollte die zweite Show stehen überhaupt? Ja? WWE hatte ja Raw als Zugpferd. Ja? Dann hast du, weiß nicht, 5, 6 Jahre später SmackDown eingeführt. Das ist ja eigentlich zufällig entstanden. Ja, warum? Durch The Rock eigentlich. Rock, nein. SmackDown, nein. Hotel und so. Nein. Nein. Okay. SmackDown ist nicht zufällig entstanden. SmackDown war die Antwort auf Thunder. Und Thunder ist gekommen in der absoluten Hochphase, als jeder noch mehr Wrestling sehen wollte, als die Nachfrage da war, als der Markt explodiert ist, haben die Thunder gebracht. WWE hat später reagiert, hat SmackDown gebracht. In der absoluten Hochphase, ja, da in dem Moment hatte WWE schon wieder die Nummer 1 übernommen, weil die Nachfrage da war. Ja. Man hat sogar noch Heat gehabt, damals eine relativ große Nummer teilweise, weil die Nachfrage da war. Da sind wir wieder beim Thema Business. Wenn die Nachfrage nicht da ist, warum überschwemmst du diesen Markt? Mit noch mehr. Das ist eine legitime mehr, Frage. Noch mehr. Du verwässerst ja komplett. Und wenn du dann noch eine Competition hast, die gerade ein deutlich legiteres Produkt macht für den Massenmarkt, hast du einfach schlichtweg verloren. Und dann hast du schlechtes Business gemacht. Naja, es heißt nicht, dass der Zug abgefahren ist bei AW. AW hat den großen Vorteil, dass sie nicht wirtschaftlich denken müssen. Ja? Eben, das kann ja auch ein Vorteil sein. Ja, aber dann musst du es halt nutzen. Dann nutze diesen Vorteil. Ja. Der Vorteil ist nicht, dass ich bedingungslos Geld raushauen kann. Nein. Du musst doch irgendwann mal sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, fiktive Nummer. Ich habe jetzt 500 Millionen investiert in die Nummer. Mein Revenue im Jahr ist 200 Millionen. Mhm. Was muss ich tun, um ein profitables Business zu machen? Das ist das, was Tony Khan nicht versteht. Das ist das, was Eric Bischoff damals getan hat. Hochdefizitär. Was muss ich tun, damit wir Geld damit verdienen? Und da kannst du kritisieren, der hat viel, viel Geld in die Hand genommen und Verträge rausgehauen mit Fixgarantien. Ja, und trotzdem hat er wahnsinnig viel Geld für die Company verdient damit. Und das ist das, was Tony Khan nicht tut. Und solange er diesen Ansatz nicht wählt, solange er nicht versteht, dass er das Ding vorantreiben muss und größer machen, indem er die notwendigen Schritte unternimmt. Und mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, was er wartet, wird es schwieriger und schwieriger. So lange wird AEW ein Tod auf Raten sterben. Und das ist genau das. Und auch hier, Geschichte, das ist das, was bei TNA passiert ist. Die sind bis heute noch irgendwie am Leben, aber haben keinerlei Relevanz. Die Frage ist, wie lange macht Tony Khan das dann? Ja? Zieht er irgendwann einen Stecker und sagt, nee, bin ich nicht mehr bereit und verkauft das Ding einfach? Weiß ich nicht. Noch hat er offensichtlich zu viel Spaß darüber, weil er sich profiliert darüber, ja? Weil die Leute über ihn sprechen. So. Ja, aber wir sind uns ja einig, mit dem Roster, rein wrestlerisch, kann er nicht angreifen. Ja? Richtig. Wo würde ich persönlich angreifen? Oder generell eine Frage? Ja, aber generell eine Frage, wieso greift denn Tony Khan nicht production-mäßig an, ja? Dass alles gut aussieht, die Stage besser, ja? Dass im Ring besser, dass alles halt so, wie wir sagen, größer wirkt, ja? Und das, genau, das will er ja erreichen, ja? Und so kannst du ja auch deine Leute overbringen, die, sag ich mal, ein Osprey, der halt nur als guter Wrestler ist, wenn du den einfach gut einsetzt, irgendwas gibst. Oder was machen sie bei Rock jetzt? Blitze mit dem Titantron, das Spotlight wieder runter, ja? Der wirkt groß, wenn der reinkommt, ja? Vergleich, ich habe heute ein Bild auf X gesehen, dasselbe, links der Rock mit dem Blitzen und Spotlight und rechts die Young Bucks. Also die haben ausgesehen, als wären die Fehl am Platz, ja? Und ich glaube, weil man dachte, genau das trifft's gut, ja? Der Vergleich, wenn man dachte, Wahnsinn. Ich glaube, das Problem ist, dass du damit nicht kaschieren kannst, dass das Produkt an sich nicht funktioniert für den Massenmarkt. Du kannst deine WrestleMania-Stage hinzimmern, deswegen schalten ja nicht mehr Leute ein. Das ist ja ein Effekt, der über die Zeit entsteht. Wenn die Hallen ausverkauft sind, wenn ein Produkt sexy ist und erfolgreich ist, ja, schalten mehr Leute ein. Das ist das, was bei WWE gerade passiert. Nicht, weil die tolle Storylines machen. Nee, machen sie ja nicht mal. Ja? Die haben jetzt eine Bombenshow gehabt, davor haben sie monatelang Stillstand gehabt. Du kannst ja nicht argumentieren, WWE buckt gerade die Scheiße raus. Tun sie nicht. Im Gegenteil. Die lassen es aber aussehen wie Gold. Und das Produkt ist gerade sexy. So, deswegen sind die Hallen ausverkauft. Deswegen gucken die Leute zu.
am Ende des Tages. Und weil WrestleMania Season ist, muss man auch deutlich sagen. Ja. Also natürlich, die haben sicherlich auch einen Hauptgrund. Natürlich, Mania ist ein Brand, die an sich schon funktioniert. Natürlich, Rumble genauso, ja. Ja. SummerSlam. Aber das hat AEW nicht. Ja? All-in hat man, aber ja, du hast schon gesagt, was bringt es dir nachhaltig? Hat man ja gesehen zum Jahresende hin dann. Warum aber? Weil man mit All-in eigentlich nur kaschiert hat, wie schlecht das Jahr gelaufen ist. Ja, aber wie könnte man All-In nutzen dazu, dass es dem Produkt wirklich was bringt? Indem du in dem Moment, wenn du All-In machst, das erste Mal vor 80.000, mehr Leute zuschauen, wenn du Big Business machst, mehr Leute zuschauen oder tendenziell Interesse dran haben, indem du dann lieferst. Was haben sie gemacht bei All-In? Denselben scheiß Six-Man-Tag mit Japanern, den sie sonst auch bei Dynamite machen. Das wollen die Leute nicht sehen am Massenmarkt. Ja, aber was liefert? Du sagst, die müssen liefern. Was liefert? Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Hör auf, dich auf Spots zu verlassen. Hör auf, diese Matches zu machen. Mach 3 Stunden, lass diesen scheiß Deathmatch-Quatsch mit Moxley weg. Mach Entertainment. Gib mir was, warum ich wieder einschalte. Gib mir irgendwas, gib mir einen Grund, warum ich nächste Woche einschalte. Das kann AEW null. Das Einzige, wo sie es mal gemacht haben, und selbst die Story haben sie gezogen bis ins Erbrechen und haben Leute damit genervt am Ende, war die Devil-Story. Warum haben sie es gezogen? Weil sie keine Auflösung hatten. Die hatten keinen Punkt. Die hatten, wir haben eine Idee, wir machen irgendwas. Okay, so. Auch hier wieder legitime Kritik von Eric Bischoff. Wie erzählst du einen Handlungsstrang? Du hast einen Endpunkt, da willst du hin. Du stehst hier. Was musst du machen, um von hier nach da zu kommen? Brauchst einzelne Etappen. Bei jeder Etappe passiert irgendwas. Und am Ende machst du das Buch wieder zu. Dann hast du einen Handlungsstrang. Und das hast du bei AEW nicht. Nie. Ja. Es ist halt schwer, weil ein MJF ist halt mit Abstand dein Zugpferd. Und der Superstar, der alles überstrahlt. Das heißt, der Gegenpart, dieser Teufel oder der Devil, ja, was er sein hätte müssen, das hätte ihn ja ins nächste Level gepusht. Jetzt ist das ein Adam Cole, der im Endeffekt jetzt noch verletzt ist. Der ist jetzt noch raus. Ja? Und da verstehe ich nicht, wieso entscheidet man sich für so eine Auflösung dann? Der einzige legitime Name, der in dieser Devil-Nummer funktioniert hätte, wäre Punk gewesen. Ja. Das wäre gutes Business. Oder gewesen. Tony Khan selbst. kannst, wenn ich weiß, Tony Khan ist nicht der beste. Tony Khan ist so, kein Biscuit Man Character. Aber was wirklich gut funktionieren würde, hätte Tony Khan, sage ich mal, wirklich so am Mike Talent, dann geht er raus und sagt: Ihr turnt ja nur gegen mich, ich suche euch schon die beste Show. Ich gehe sogar so weit, Tony Khan sollte komplett in den Hintergrund gehen. Er schadet mehr. Er schadet gerade mehr. Mit seinen öffentlichen Auftritten, mit seinen Pressekonferenzen, mit seinen Huge Announcements. Der schadet dem Produkt. Er sitzt die ganze Zeit neben den Stars. Ja, wie macht's die WWE? Ein Triple H kommt raus, nachdem Cody Rhodes da sind, Bianca Belair und so weiter. Kommt dann raus und am Schluss fasst er nochmal alles zusammen. Er sitzt alleine aber. Wie gesagt, du musst, Tony Khan muss einfach, der kann als Investor auftreten, der kann mithelfen mit seinen finanziellen Mitteln, vielleicht auch mit seinen Visionen, was weiß ich, aber mach das im Hintergrund. Biete nicht die Angriffsfläche, ja? Biete doch gar nicht die Angriffsfläche. Es zwingt ihn keiner dazu. Es zwingt ihn keiner dazu, Eric Bischoff quasi vorführen zu wollen, weil ein Podcast endet. Eric Bischoff wird gute Gründe haben, warum er das tut. Und ich glaube, dass so wie es bei ihm gerade läuft, wird es eher sein, dass er dann woanders mehr Geld verdient. Ja? So, warum fühlt sich ein Tony Khan überhaupt gemüßigt und genötigt, darauf zu reagieren in irgendeiner Art und Weise? Sei doch froh, wenn der über dein Produkt spricht, dann spricht wenigstens einer drüber. Ja, ein Jim Cornette und ein Eric Bischoff, die ziehen das natürlich sehr, sehr humoristisch auf. Gerade bei Jim Cornette. Ja, die machen Entertainment. Die machen das, was Tony Khan nicht tut. Wie viel? Ja, eben, genau. Ja, das stimmt. Die machen Entertainment. Jim Cornette, ja. Und wie viel haben sie da verloren? Fragte seinen Podcast-Partner. Ja, da haben sie so viel verloren. Ja, und dann lacht er. Wie geht denn das überhaupt und so, ja? Und er gibt ihm ja eigentlich schon den Spielball, ja? Und Tony Khan denkt sich, ja, ich bucke einfach weiter meine Dream-Matches, genau, ja? Das ist es.
Dann sind wir beim Thema, hör einfach zu. Hör einfach zu. Du musst nicht, du musst ja natürlich nicht eins zu eins alles nehmen, was diese Leute sagen und umsetzen. Du kannst dein eigenes Produkt machen, natürlich, das wird dir keiner absprechen. Und natürlich, natürlich, das sind auch die, das sind auch Strategen. Die werden dir öffentlich nicht die volle Wahrheit sagen. Aber die Ansätze, die drin sind, einfach mal zu nehmen und zu hinterfragen, okay, wenn ein Eric Bischoff kritisiert, dass jeder Wrestler von der Darstellung gleich wirkt, weil die alle schwarze Hosen anhaben, ich kann die nicht unterscheiden, es fällt nichts auf, dann sagt er nicht, schick jeden mit einem bunten Kostüm raus, sondern er sagt, gib denen den Charakter. Und da hat er doch einen Punkt. Also ob da jetzt ein Shibata catcht, komplett mit. Ob da jetzt ein Shibata catcht oder Takeshita oder ein Okada, ist für den Mainstream-Fan nicht zu unterscheiden. Der eine hat blonde Haare, der andere nicht. Ja. Da zitiere ich auch gerne einen Vince Russo, so schlecht man über ihn reden will, aber was hat er gesagt? Punkt 1 Character, Punkt 2 Story, Punkt 3 Match. Match muss der Höhepunkt sein. Und AEW bookt es genau andersrum. Punkt es genau Match, Story, Character, so quasi, versuchen sie, und das funktioniert nicht. Und genau da müssen sie umstellen. Genau das ist es. Und wie gesagt, wenn es reichen würde. Keiner wird einem Okada absprechen, dass er nicht im Ring ein fantastischer Worker ist. Keiner. Keiner, der einigermaßen Verahnung hat von dem, wie Wrestling im Ring funktioniert, ja, wird ihm das absprechen. Es bringt dir aber nichts, wenn der Charakter keinen interessiert. Es bringt dir nichts, wenn reine Spots niemanden interessieren. Heute erst wieder ein Tweet gelesen, da ging es darum, es ist nicht wichtig, was für Moves gemacht werden, sondern was der Wrestler zwischen den Moves macht. Verkaufe dein Charakter, verkaufe das Match. Mhm. Nur Moves aneinander zu reihen, ist kein Wrestling. Das wäre dann ein Spotfest, ja. Und dann, eben, habe ich auch schon die Woche gesagt, würdest du ein Ricochet gegen JD McDonagh Match bei Dynamite zeigen? Das wäre selbstverständlich. Also es wäre nichts Neues. Du siehst das ja dauernd. Ja? Naja, weil einen Poison Runner hast du im WWE Main Road, den hast du jahrelang nicht gesehen. Ja, Highlights ja? setzen. Die Crowd geht komplett nuts. Also ja. Wahnsinn. Natürlich war man in Chicago dann, auch. Ja, aber. Dann, wenn ich dann auch wieder sehe, wie gesagt, jetzt Dynamite gestern, diese Young Bucks-Geschichte mit der Barrikade. Ja? Das ist ein Spot, den hauen die einfach raus. Ohne Sinn und Verstand. Das ist schön für Social Media, da kriegst du ein paar Klicks drauf, aber keiner schaut deswegen das Produkt mehr. Ja? Mach doch solche Highlights, wenn es Sinn macht. Mach es mit Meaning, mit einem Wert, mit einer Bedeutung dahinter. Warum feiern alle Gunther? Gunther macht nicht viel. Gunther macht einen Shotgun-Job gegen eine Lariat, ein paar Jobs, eine Powerbomb und that's it. Ein paar Rest-Holes. Er gewinnt auf mehrere Arten, Gunther. Er Warum? Gewinnt nicht immer mit diesem einen Finisher und es funktioniert und du kaufst es ihm legit ab. Weil er bewusst Dinge tut, in gewissen Momenten, damit sie einen Mehrwert haben. Ja. Roman Reigns genauso, ja. Viele machen das so, nicht alle. Natürlich hat WWE auch diese Spot-Wrestler, gar keine Frage, ja. Aber da ist es halt nicht die Regel. Ja. Und dann wirkt halt so ein Match wie jetzt mit Ricochet und JD, ja, natürlich dann big in dem Moment. Mhm. Weil es eine Besonderheit ist, weil du das nicht jede Woche siehst. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, wie setze ich was bewusst ein, wie dosiere ich bestimmte Dinge? Sollte ich einen Okada jede Woche rausschicken und Six-Man-Tag wrestlen lassen? Sollte ich ihm gleich einen Titel geben oder sollte ich ihn vielleicht erst beim Pay-Per-View bringen? Sollte ich einen Will Ospreay diese Woche catchen lassen oder sollte ich warten bis Dynasty, wenn er gegen Danielson geht? Ich glaube, die Antwort ist... Die Storys sind zu dünn einfach. Du hast, man erklärt es zwar, also man kann nicht sagen, man erklärt es gar nicht, das ist halt, dann wird auch wieder gelogen, aber es ist halt viel zu dünn bei den Young Bucks. Was war der Aufbau von dem Match? Ja, wir sind jetzt in einem Tag-Team-Title-Tournament und die Private Party hat 2019 einen Upset-Sieg gegen uns gefeiert, ja. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Dann kommt der angesprochene Spot, was du gesagt hast, was nicht wirklich geholfen hat. Es war zwar ein guter Showcase für die Private Party, die ich, by the way, sehr, sehr mag. Aber es war halt klar, dass die Bucks durchgehen. Es war nichts Spannendes und ich sage immer so, die Young Bucks interessieren mich mehr, wenn sie reden,
Anstatt was sie immer wrestlen. Ich weiß, dass die gut wrestlen, aber haut es beim Pay-Per-View raus. Da ist wichtig. Ja, kann man anders denken, aber ich finde, der Heel-Turn hat es interessanter gemacht. Was ich viel spannender finde, Private Party, du hast gerade gesagt, vor 5 Jahren gab es das Match schon mal. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, lustigerweise, an diesen Upset-Sieg. Was hat man dafür getan, in diesen 5 Jahren, dass Private Party heute weiter ist als damals? Ja, nix. Und die haben ja einen Charakter, also das ist ja WWE-ähnlich, ja? Richtig. Mit Cheeseburger oder wie er heißt, der was quasi immer aufmacht, mit dem VIP-Bereich, die tanzen rein, Mark Queen und so. Also super. Die Antwort nix. Die Antwort nix ist das Problem. Nix. Ja. Die sind einfach da. Die sind einfach da. Keinerlei Entwicklung, keinerlei Fortschritt. Was hat die davon Lieblingsbeispiel, abgehalten, in 5 Jahren over zu gehen? Mein Lieblingsbeispiel ist immer Acclaimed. Wie die over waren als Faces zu dem Zeitpunkt. So. Jetzt stellst du die irgendwie zusammen mit einem Jay White, ja, der bei AEW, also wie haben sie alle gesagt, oh, der Game Changer und wird alles machen oder sonst was. So, dann verliert er gegen einarmigen MJF gefühlt, dann ist er irgendwie in einem Turnier rum, wird dann wieder ins Halbfinale gestellt, dann geht es wieder zurück mit ROH-Tit. Also bei dem machst du ja auch alles komplett falsch. Du lässt ihn ja... Ich würde sogar weitergehen. Schon nicht groß wirken. Ich würde sogar weitergehen. Das Hauptproblem, was Tony Khan hat, ist, dass er den Fans zu oft das gibt, was sie vermeintlich wollen. Ja? Acclaimed sind over, kriegen den Titel. Sind danach kalt. Hangman. 2 Jahre Aufbau, ganz große Nummer. Er kriegt den Titel, ist danach kalt. Vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht bewusst Leute auch mal abfacke. Warum machen die das nicht? Das hat ja ein MJF gemacht. Wie ist denn der overgekommen? Also man kann den Teil halt nicht vorwerfen bei AEW. Natürlich war er over und am Mike ist er einer wahrscheinlich der Beste auch dort. Ja. Aber was war denn sein Charakter? Na, ich wrestle halt nur, wenn ich muss. Das ist ja nichts anderes wie ein Roman Reigns. Titel, und dann hat er Titel gekriegt. Kriegt noch einen komplett wertlosen ROH Tag Team Title und wrestelt 2 Matches bei dem Pay-Per-View. Wrestelt gefühlt jede Woche, übertrieben gesagt. Und damit verliert er komplett die Besonderheit und die Zugkraft, die er hatte. Ja, die Pause war das Beste, was ihm passieren hätte können. Ja? Hätte der weitergemacht. Richtig. Und das, ich glaube, das wäre es auch. Und das Problem ist nicht, dass du nicht manchmal natürlich gibt es auch Momente, wo sie Sachen verpasst haben. Wardlow ist zum Beispiel, der over war, wo man hätte was machen können, da haben sie es nicht gemacht, dann habe ich ihn aber komplett kalt gestellt damit. So, ich sage ja nicht, dass du das immer machen sollst. Ich sage auch nicht, dass es immer der richtige Weg ist, die Leute nur abzufacken, dass du nie diesen Feel-Good-Moment machen solltest. Nein, das meine ich nicht. Aber du musst deine Entscheidung so treffen, mit was habe ich davon, wenn ich das jetzt tue, oder was habe ich davon, wenn ich es nicht tue, wenn ich genau das Gegenteil mache? Beste Beispiel, Cody Rhodes, letztes Jahr WrestleMania. Beste Entscheidung aus Business-Sicht, die sie machen konnten, weil sie damit die Bloodline-Story verlängert haben. Und das ist das Zufährt. Ob es jetzt Nachhinein absolut. War, ob es jetzt gut gebuckt war oder nicht, es hat dafür gesorgt, dass sie mehr Geld damit verdient haben, als wenn Cody Rhodes den Titel gewonnen hätte und die Story wäre beendet gewesen. Auch dieses Jahr kann man argumentieren, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, wenn du Cody Rhodes jetzt einfach nur einen Titel gibst, die Bloodline beendest, was ist dann das Zugpferd? Ein Face-Champ Cody Rhodes? Das ist interessant. Glaube ich nicht. Wie gesagt, hab eine Idee, wo du hin willst. Hab eine Idee, was du dann machst. Hab eine Idee, was du erzählen willst. Was sind deine Cliffhanger? Und was sind die Leute, die, wann müssen die in bestimmten Positionen sein? Und das sehe ich bei AEW nicht. Die erzählen mir seit Jahren, hier die 4 Pillars. Ja, gut. Aber Flöter, kannst du dich noch erinnern an uns, an den Stream? Wir haben ja alle hingeschaut. Ja? Und wir haben ja durchaus das Main Event gefeiert zwischen MJF und Adam Cole, weil es WWE-lastig war. Ja, Gott sei Dank gab es diesen Main Event. Ansonsten... Aber pass auf, was ist da passiert? Jeder hat damit gerechnet, oh, jetzt hören die dem Cole, wer er verloren hat. Und sie haben es nicht gemacht. Und kurioserweise, die sind dann ober als Tag-Team gegangen. Mit was?
Aber mit Entertainment. Mit Entertainment. Aber was war dann der Payoff? Wahnsinn. Der Payoff war dann die Tavis. Ja, da war eine Verletzung dabei, aber das passiert halt. So, das war Pech, ja, stimmt schon. Aber der Run, da haben ja wirklich die Leute eingeschaltet. Die wollten Cole und MJF-Segmente sehen, was die machen. Und richtig, die haben es auf Comedy angelehnt. Das war ein Punkt, den ich bringen wollte. Die wollten es sehen, ja. Aber wenn du denen jetzt jede Woche genau das gibst, wollen sie es relativ schnell nicht mehr sehen. Wie gesagt, gehen wir davon aus, die Verletzung wäre nicht passiert bei Adam Cole. Was wäre die Halbzeit gewesen, wenn du das genauso weitergemacht hättest? Nicht mehr wahnsinnig lang wahrscheinlich. So, wenn du es nicht jede Woche machst, wenn du ihn nicht dreimal wresteln lässt bei dem Pay-Per-View, ich übertreibe bewusst, kannst du das viel länger ziehen, kannst viel besseres Geld damit verdienen. Das ist das, was WWE mit Roman Reigns so dermaßen ins Erbrechen perfektioniert hat. Roman Reigns, ja, was ist, 11 ja. Matches. 11 Matches hat er bestritten. Davon war eins not televised letztes Jahr. 11 Matches. Ja. Und jedes Mal, wenn er da war, sind die Quoten nach oben gegangen. Dann würde ich auch drauf scheißen, was einige Leute im Internet sagen. Der Roman Reigns nervt mich. Ganz ehrlich. Wäre mir aus Business-Sicht komplett wurscht. Viele argumentieren so. Ja. Der ist 8-mal bei SmackDown im Jahr. Was ist denn das für ein Champion? Wer will denn den überhaupt noch sehen? Na, scheinbar doch. Ein großer Anteil an Leuten, wenn die Ratings immer hochgehen. Und wie gesagt, natürlich fällt es WWE leichter, große Stars zu inszenieren und kreieren. Ist ja klar. Weil sie eine größere Reichweite haben, weil sie bla bla bla. So. AEW kann da nicht mitgehen. Dann versuch's doch aber auch gar nicht. Dann mach das doch gar nicht. Wer sagt denn AEW oder Tony Khan, versuch so zu groß zu wirken wie WWE? Das ist doch sein auferlegtes Problem. Ja? Dass er ständig diese Vergleiche wählt, dass er ständig sagt, ah, wir sind das beste Produkt und bla bla bla. Auch hier wieder haben wir schon drüber diskutiert. Eric Bischoff hat vor 2-3 Wochen gesagt: Dreh doch den Spieß rum. Sag nicht, wir sind genauso groß, sag, wir sind die Underdogs. Hol die Leute in dein Boot, hol die Fans in dein Boot, mach den Paul Heyman, mach ECW. Ja? Sag wir gegen die. Dreh's um. Hol die Leute ins Boot. Warum soll ich mich hinstellen und sagen, jo, geiler Millionär, geil, finde ich gut, ich liebe dich, Tony Khan. Nix an diesen Menschen hat eine gewisse Echtheit, nix an diesen Menschen ist liebenswert, nix an diesen Menschen bindet mich an den. Das ist das kleine, reiche Rich Kid mit dem goldenen Löffel im Mund, was ein bisschen spielt. Nix daran ist sympathisch. Nix. Ja, eben, die Frage kann man umdrehen. Bindet dich was an Triple H jetzt? Nein. Dass du sagst, boah, das ist so viel besser. Nein. Eben. Nein. Aber er steht ja auch nicht im Fokus. Man steht ihn schon bei den Pressekonferenzen jetzt als Creative Chef. In seiner Rolle, ja. In seiner Verantwortung. Seiner Rolle. Ja. Ja. Er redet über Business, soweit er es denn kann bei Pressekonferenzen. Er redet über das Business. Soweit es kann, genau. Ja. Wie gesagt. Okay. Am Ende des Tages. Ich halte Tony Khan nicht für einen absoluten Vollidioten. In keinster Weise. Ich glaube nur, die Sache ist zu groß für ihn. Ich glaube, er braucht Leute, die das Business kennen. Ich glaube, er braucht Leute, die ein Business steuern können. Weil er kann es offensichtlich nicht. So. Jetzt musst du mir sagen, die holen ja Leute rein. Ja, und ich hoffe, dass er das nach und nach begreift und dass er richtige Leute reinholt, dass er die richtige Entscheidung trifft und dass er vor allen Dingen anfängt, Verantwortung abzugeben. Und bitte nicht an die EVPs, ja, sondern an die Leute, die das Business an sich verstehen. Wenn er das tut, ja, und wenn er diesen Atem hat, diesen langen Atem, das Produkt in die richtigen Bahnen zu lenken, dann kann er mittel- und langfristig damit Erfolg haben. Kurzfristig garantiert nicht. Ja, du musst aus dem Teufelskreis jetzt mal rauskommen. Ne? Und jetzt er will die Show strukturieren, aber er muss auf die Ratings schauen. Und jetzt machen wir den Bogen zu. Wir kommen aus dem Twitter-Beef von Eric Bischoff und Tony Khan. Tony Khan kann in dieser Situation nur als Verlierer rausgehen.
Und das muss ihm bewusst werden. Der kann diese Krämpfe, der kann das nicht, das sollte es nicht führen. Er sollte sich nicht drauf einlassen. Und Eric Bischoff ist ein fucking Businessman. Der sieht jede Schwäche, die du ihm anbietest. Und das nutzt er gerade aus für sein Business. So. Und dementsprechend, Tony Khan, bisschen ruhiger auf Twitter. Ja? Bisschen im Hintergrund. Bisschen mehr auf das fokussieren, was dein eigenes Produkt kann oder nicht kann. Und werde klar, was für Stellschrauben du stellen musst. Ja, mal sehen, ob er sich daran halten wird. Ich bin da eher skeptisch. Aber glaube ich nicht. Weißt du, was auch ein richtiger Twist wäre? Eric Bischoff taucht bei AEW auf. Das wäre super. So, AEW, ich stelle mir das gerade so vor, Eric Bischoff kommt zu Collision und sagt, so, ja, jetzt zeige ich mal den Tony, wie das macht. Und dann machst du so Dynamite versus Collision. Und Eric Bischoff bookt Collision einfach komplett WCW-mäßig. Ja? Ja. Und dann macht man Cash. Also, Bischoff war schon bei AEW, so ich weiß, aber wie gesagt, Bischoff weiß, wie er Leute triggert. Bischoff weiß, wie er Attention zieht. Das wäre so wirklich. Stell dir einfach vor, der macht das, weil er dann in eine On-Air-Rolle geht dafür. Bei AEW, im AEW-Produkt. Es wäre fantastisch. Ja? Ich würde es gerne sehen. Ja, so könntest du es richtig pushen. Und da würde sicher auch so Leute wie du sagen, was, Bischof im TV und der bookt WCW-mäßig. Also das muss ich sehen. Ja. Am Samstag sogar. Ja. Ja, natürlich. Genau das. Es wäre eine Möglichkeit, aber es wird halt der Tony Khan niemals machen, leider. Weißt du es?